Wasser. Hi, ich bin bereit. Nolik? Der bleibt zu Hause, wie abgemacht. Aha, bis bald. Wer war das? Nolik, du bist das. Ich muss los. Ich komm mit. Nein, wir müssen etwas Wichtiges erledigen. Das ist nichts für kleine Kinder. Warum darf ich nicht helfen? Weil diese Arbeit sehr anspruchsvoll ist. Es ist langweilig und du bist ungeduldig. Du störst nur. Hä? Aber ich bin geduldsam. Ich meine, geduldvoll. Ich meine, also super geduldig. Ich weiß es. Wie? Siehst du diesen, Wasserfilter? Zähle, wie viele Gläser Wasser er säubert. Wie viele soll ich zählen? Wenn du 100 erreicht hast, dann glaube ich dir. Wozu brauchen Sie den Filter? Wieso trinken Sie nicht aus der Leitung? Ist doch egal. Du sollst zählen. Das war eins. Ohne Wasser ist Leben nicht möglich. Der menschliche Körper besteht aus 2 Dritteln Wasser und Menschen müssen es ständig trinken. Aber nur sauberes Wasser. Wasser wird aus Flüssen und Seen durch Rohre in Häuser transportiert. Auf dem Weg wird es gesäubert von Ablagerungen und Schmutz. Und trotzdem könnte das Wasser noch immer giftige Stoffe oder schädliche Bakterien enthalten. Deswegen nutzen Menschen Filter, um Trinkwasser zu säubern. Durch diese letzte Schutzbarriere kommt nichts so einfach durch. 2 10 Ha! Wo sind sie jetzt alle? Sie trinken nichts mehr. Wie lange muss ich denn noch hier warten? Ho, ho! Tom Thomas, hast du Durst? Dann trink doch Wasser. Aber ich will kein Wasser. Aber du musst. Weißt du nicht, dass dein Körper fast nur aus Wasser besteht? Na und? Und was ist, wenn du nicht genug hast? Dann ist alles, was von dir übrig bleiben wird, nur Haut und Knochen. Oh, das sagt Mama auch immer. Dass ich nur Haut und Knochen bin. Na siehst du, deswegen musst du Wasser trinken. Das reicht. Ich habe keinen Platz mehr. Du hast noch sehr viel Platz. Was kümmert dich, wie viel Wasser ich trinke? Weil ich zählen soll, wie viel Wasser durch den Filter fließt, verstehst du? Das muss ich wirklich. Ja, na und? Muss es durch mich fließen, damit du es zählen kannst? Ich bin total voll. Was soll ich denn nun machen? Ich warte den ganzen Tag hier in der Küche, aber keiner trinkt was. Was ist los? Der Filter ist kaputt. Du musst sofort Simka rufen. 415. 416. 417. 418. 419. Was? Filter ist kaputt! Wirklich witzig, Nolik. Simka, das ist kein Witz. Irgendwas ist da drüben los. Wir müssen uns beeilen. Wo ist denn der Notfall? So, was ist hier los? Na toll, jetzt müssen wir auch noch den Filter reparieren. Er ist nicht kaputt. Das blinkende rote Licht ist ein Hinweis. Das heißt, dass wir die Patrone im Filter setzen müssen. Seit uralten Zeiten versuchen Menschen Wege zu finden, um sich an etwas zu erinnern oder nichts durcheinander zu bringen. Knoten an Seilen wurden verwendet als Erinnerung, dass es Zeit wurde, Schulden zu begleichen oder zu ernten. Menschen schnitzten Striche in Bäume, um sich an Zahlen zu erinnern. Später erfanden Menschen Rechentafeln, Kalender und Terminkalender. Und heutzutage ist es sogar einfacher, weil Geräte uns erinnern. Wecker helfen den Menschen, rechtzeitig aufzustehen. Ein lauter Ofentimer kann einen Kuchen vor Anbrennen retten. Das grüne Licht an Geräten zeigt an, ob sie eingeschaltet sind und benutzt werden können. Ein rotes Licht zeigt das Gegenteil. Ha, moderne, intelligente Geräte können sogar ihren Besitzern anzeigen, was sie tun müssen. Ohne sie können Menschen sehr zerstreut sein. Es ist alles bereit. Tschüss! Das müsste jetzt für die nächsten 2000 Gläser reichen. 2000? Und was mache ich jetzt damit? Oh. Okay, Nolik, du hast das sehr gut gemacht.
Prima. Ja, wenn du willst, kann ich das machen. Tom Thomas, willst du Wasser trinken? Ich kann nichts mehr trinken. Und ich kann auch nicht mehr warten. Sieht aus, als ob seine Anzeige jetzt aufleuchtet. Die Ampel. Rot, gelb, grün. Okay, los geht's. Tom Thomas, warum halten wir? Da ist ein Zebrastreifen. Bei diesen Streifen muss man Fußgänger vorbeilassen. Los! Danke! Gute Fahrt! Warum halten wir? Hier ist kein Zebrastreifen. Aber das ist eine Schranke, Feuer. Du musst den Zug durchlassen. Wow, das ist cool! Hallo, Nolik. Komm mal her. Sieh dir diese Ampel an. Die ist neu. Ist das eine echte Ampel? Wundervoll, oder? Ja, die sieht cool aus. Nolik, wohin gehst du? Stopp! Anhalten! Bist du verrückt? Was hast du gemacht, hm? Ich wollte mir doch nur diese coole Ampel anschauen. Was? Mein Papa hatte sie mir heute erst geschenkt. Sieh dir das an. Du hast mir die Vorfahrt genommen. Du bist auf die Straße gerannt, als die Ampel rot war. Eine Ampel ist eine Straßenlampe, die mehrfarbige Leuchtsignale an Fahrzeuge und Fußgänger sendet, damit sie sich nicht in die Quere kommen, wenn sie auf der Straße sind. Ist die Ampel rot, heißt das Stopp. Man sollte bleiben, wo man ist. Das gelbe Licht zeigt Fahrern an, Vorsicht, gleich anhalten. Man darf die Straße erst überqueren, wenn die Ampel die Farbe grün anzeigt. Und selbst dann ist es wichtig, nochmal in beide Richtungen zu schauen, bevor man die Straße überquert. Verstehst du? Du darfst die Straße nur bei Grün überqueren, Nolik. Selbst Kleinkinder wissen das. Aber die Ampel war grün. Nein, sie war rot. Nein, grün. Sie war rot. Sie war grün, ich schwöre es. Vielleicht bist du ja farbenblind oder so. Ja, möglich. Was ist das, farbenblind? Das heißt, man kann Farben nicht unterscheiden. Also weißt du nicht, was rot ist und was grün ist. Ah, das bin ich. Genau. Ha. Du hast doch noch nie Farben verwechselt. Okay. Welche Farbe hat der Nachttisch dort? Rot. Und das Flugzeug da? Oh, das ist grün. Was ist mit mir? Welche Farbe bin ich? Grün, blau, braun, grau. Aber getupft. Ich bin was? Es stimmt. Er ist farbenblind. Armes Kind. Wie gesagt, nicht meine Schuld. Alles klar, wir klären das zu Hause. Und was machen wir mit der Ampel? Wir reparieren sie. Und dein Auto auch. Okay, welche Farbe hat das Auto? Lila? Wenn du das sagst. Wir haben viel zu tun. Also setz dich, bevor du noch mehr verwechselst. Die Straße kann ein gefährlicher Ort sein. Es sind so viele Autos und Fußgänger unterwegs. Und alle haben es eilig, ans Ziel zu kommen. Aber passt auf! Selbst wenn ein Fahrer einen Fußgänger auf der Straße bemerkt und bremst, dauert es immer noch eine kleine Strecke, bis er komplett anhalten kann. Um Unglück zu vermeiden, respektiert euch gegenseitig. Wenn ihr die Straße überqueren müsst, geht zur nächsten Ampel, zum Zebrastreifen oder Fußgängerschild. Solange ihr auf dem Zebrastreifen seid, seht nach rechts und nach links und achtet darauf, wie weit die Autos, Motorräder oder Fahrräder weg sind. Sind sie nah, dann bleibt, wo ihr seid. Ist der Fahrer verantwortungsbewusst und nett, hält er schon an, wenn er euch aus der Ferne sieht. Wenn ihr euch im Dunkeln besser sichtbar machen wollt, befestigt Sicherheitsreflektoren an eurer Kleidung. Dann ist es für jeden auf der Straße sicher. Alles repariert. Tom Thomas, probier es aus. Ich mache das Licht an. Und, funktioniert es? Ja, auf die Plätze. Ah.
Stehplätze, fertig, los! Das Spiel ist aus. Du bist nicht farbenblind, Nolik. Weißt du, was du bist? Ein Schwindler. Ich? Nun ja, ich habe ein bisschen davon hier. Und manchmal steigt es mir hier hoch. Was ist nochmal ein Schwindler? Die Bratpfanne. Wuhu! Kannst du das hier? Ist doch leicht. Und das. Und voila! Sogar auf Schlittschuhen könnte ich das. Auf Schlittschuhen könnte ich 10-mal hintereinander springen. Und ich schaffe 100 mit geschlossenen Augen. Das will ich sehen. Es gibt keine Eisbahn. Aber bald. Was gibt es bald? Eine Eislaufbahn. Wo? In der Bratpfanne. Oh-oh. Alles klar, meine Wettfreunde. Holt eure Schlittschuhe. Fixies lieben Sport. Vielleicht seht ihr einmal, wie erwachsene Fixies Gewichte heben oder sie eine Gymnastikroutine ausführen. Fixie-Kinder haben gerne Fixie-Board-Wettbewerbe. Oder sie nehmen an Parkour-Wettbewerben teil, wo sie rennen, springen und über alle möglichen Hindernisse hüpfen müssen. Derartige Wettbewerbe finden normalerweise in ausgeklügelten Geräten statt. Orientierungslauf wird auch in solchen Geräten gemacht. Fixies folgen dabei einer Karte durch eine komplizierte Route. An die muss man sich streng halten. Man darf nicht falsch abbiegen. Aber das Lieblingsspiel der Fixies ist selbstverständlich Verstecken. Niemand kann sie in diesem Spiel schlagen. Ihr glaubt mir nicht? Haha, seht her! Die Eisbahn ist gefroren. Also, wer fängt an? Nolik, komm schon. Und, wirst du springen? Ja! Wow, cool. Ja, ist das alles? Noch lange nicht. Nolik, 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 Nolik. Das schafft er nicht, der hat nicht genug Anlauf. Ich weiß Bescheid, Herr Angeber. Du bist dran, Simka. Also seht genau hin und lernt was. Lei, 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 ups, lei, lei. Wow, Nolik, nimm's mir nicht übel. Auch noch. Nolik, willst du sie echt schlagen? Aha. Siehst du das Salz? Wieso? Sollen wir sie kochen? Natürlich nicht. Aber wenn wir etwas Salz auf das Eis streuen, wird es schmelzen. Simka, hast du nicht gesagt, du kannst Eislaufen mit geschlossenen Augen? Kinderleicht. Was? Kannst du es nicht? Sieh und lerne. Hey, das ist Salz. Das war nicht fair, Jungs. Du hättest eh keine 100 Sprünge geschafft. Wiederholen wir den Wettbewerb. Aber diesmal nach den Regeln. Oh, seht, da ist ein Kratzer in der Pfanne. Was? Das ist ja schrecklich. In einer Pfanne kann man fast alles braten. Fleisch, Fisch, Gemüse. Damit das Essen nicht an der Pfanne kleben bleibt, sind moderne Pfannen beschichtet. Zum Beispiel mit Teflon. Mit solchen Pfannen kann man sogar ohne Öl braten. Und sie sind leicht zu säubern. Aber mit solchen Pfannen muss man sehr vorsichtig umgehen. Am besten nimmt man dabei keine Metallpfannenbänder oder Gabeln, die sie zerkratzen könnten. In einer Pfanne, die zerkratzt ist, sollte man nichts braten. Das ist ungesund. Ja, diese Pfanne ist völlig hinüber. Und das nur wegen deiner dummen Wette. Das ist nur, weil jemand geschummelt hat.
Mama kommt. Bitte, Simka, hilf mir, ja? Ich erfülle dir auch einen Wunsch. Oder drei. Nein, fünf. Fünf? Ich kann euch helfen. Wenn ihr 100 Mal in die Luft springt, auf einem Bein. Wir machen 200. Tom Thomas, hast du heute Lust auf Krebs? Tidi! Diese Krebs sind perfekt. Ich liebe es, mit dieser Pfanne zu braten. Warum springst du? Ich möchte meine Beine stärken. Jedenfalls hättest du niemals 100 Mal springen können. Wie? Der Bluttest. Heya! Hi, Tom Thomas. Hä? Hä? Kämpfst du gegen Fliegen? Nein, Papa hat mich angemeldet. Und zwar bei einem Kampfsportkurs. Wirst du kämpfen wie in den Filmen? Ja, und ich werde auch der Star in den Filmen sein. Ich werde den Superhelden spielen. Ja! Er wäre bestimmt eine tolle Windmühle. Tom Thomas, hast du morgen früh die erste Stunde frei? Ja. Ausgezeichnet. Dann nehme ich dich morgen mit zum Bluttest. Ein Bluttest? Wozu brauche ich den denn? Um sicherzugehen, dass du gesund bist. Für deinen Kampfsportkurs. Und denk dran, nichts vor dem Test zu essen. Keine Sorge, das ist nur eine kleine Nadel. Eine kleine was? Mama! Und wenn ich stattdessen irgendeinen anderen Sport mache, wie Schach zum Beispiel, dann brauche ich keinen Bluttest. Was ist? Hast du Angst? Nein. Ich bin stolz auf dich. Papa hat diesen Bluttest nie erwähnt. Es scheint, dass unser Superheld etwas Angst hat. Das hätte ich bestimmt auch. Blut klingt unheimlich. Daran ist gar nichts unheimlich. Der menschliche Körper hat eine große Anzahl von kleinen Röhren namens Blutgefäße, durch die Blut fließt. Das Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen, nimmt das Kohlendioxid auf und schützt sie vor schädlichen Bakterien. Um festzustellen, ob man gesund ist, braucht man oftmals einen Bluttest. Die genauesten Resultate kommen aus dem Blut, das aus der Vene entnommen wurde. Die Probe wird dann analysiert, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht, verschreibt der Arzt eine Behandlung. Siehst du? Es ist total sicher. Und nichts daran ist unheimlich. Mhm. Oh, Blut sollte nur auf nüchternen Magen entnommen werden. Was heißt das? Das heißt, dass man vom Test nichts essen darf. Was passiert, wenn ich esse? Nun, dann werden sie kein Blut entnehmen. Gute Idee. Welche Idee? Keine Ahnung. Okay, gute Nacht. Hast du keine Angst mehr? Mm-mm. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm nicht. Hey, was soll das? Du darfst nichts essen. Gib das zurück. Oh, meine Mama kommt. Oh. Tom Thomas, hast du's vergessen? Du darfst doch jetzt nichts essen. Muss ich diesen Test machen? Komm schon, mach dich fertig. Versuchst du abzuhauen? Shh. Ich dachte, du willst ein Superheld sein. Du bist nichts als ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Bist du doch. Bin ich nicht. Du benimmst dich so. Jedenfalls gehe ich da nicht hin. Das kommt gar nicht in Frage. Nolik, hilf mir. Bist du bereit? Alles klar, Tom Thomas. Komm, es wird Zeit. Na, danke schön. Unsere Freundschaft ist jetzt vorbei. Eine akkurate Blutanalyse zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Ursprünglich wurde diese Arbeit von Menschen gemacht, die einen Bluttropfen unter einem Mikroskop untersuchen. Heute, in modernen Laboren, analysieren Techniker das Blut mit Hilfe von intelligenten Maschinen. Diese Maschinen erledigen diese Arbeit viel schneller. Und sie machen keine Fehler, wie es Menschen passieren kann.
Nachdem man etwas Blut abgibt, wird die Testampulle auf eine Reise geschickt, um das Labor zu erreichen. Im Labor wird sie von einem Analysator zum nächsten gereicht. Jeder untersucht einen anderen Teil des Blutes. Dann werden alle Daten zusammengeführt und das war's. Der Bluttest ist beendet. Man bekommt eine E-Mail, wenn das Ergebnis da ist und kann es online einsehen. Man muss also nicht mal aus dem Haus gehen, um es abzuholen. Ziemlich cool, oder? Dank dir haben wir unseren Freund verloren. Das war, weil er ein Feigling ist. Und wenn es meine Schuld war, dann nur ein kleines bisschen. Oh. Seid ihr hier? Wir sind hier. Seht, was ich habe. Ein Tapferkeitszertifikat. Du hast den Bluttest gemacht und du hattest keine Angst? Seht. Gut gemacht. Also sind wir wieder Freunde? Aber natürlich. Cool. Kannst du mir denn ein paar deiner Moves zeigen? Ja, klar. Der Kleber. Loli, komm, wir trennen uns. Wir sind ein cooles Team, hab ich recht? Nee. Warum nicht? Wir sind das mega super wuper coolste Team des Universums. Was sagst du, wenn wir alles zusammen machen und niemals, jemals streiten? Alles klar. Kinder, wenn ihr hierher seht, könnt ihr sehen, dass der Griff der Lieblingstasse des Professors abgebrochen ist. Und es ist unsere Pflicht, sie zu reparieren, indem wir ihn wieder ankleben. Ha, hier sind sie ja, die unzertrennlichen Freunde. Ruhe bitte. Da ihr beiden heute zu spät kommt, warum fliegt ihr dann nicht schnell ins Lager für uns und holt den Kleber? Ja, Sir. Yes, Sir. Zum Brüllen. Ist da noch Kleber drinne? Noli, los, spring auf die Tube. Ei. Toll, mehr als genug. Unser Super-Duper-Team hat das Super-Duper-Toll gemacht. Was ist da los? Wir kleben fest. Los, zieh doch. Dieser Kleber ist klebrig. Mit Hilfe von Kleber kann man fast alles zusammenkleben. Papier, Plastik, Glas, Gummi, Holz und sogar Metall. Kleber funktioniert so gut, weil alles, sogar ein gewöhnliches Blatt Papier, eine raue Oberfläche hat. Seht euch diese Gruben und Furchen an. Wenn wir zwei Blätter Papier nehmen, diese Furchen mit Kleber füllen und sie zusammenpressen, verbinden sich die Moleküle des Klebers. Danach muss der Kleber nur noch trocknen. Und was jetzt? Wir können doch so fliegen. Haha, gute Idee. Alle werden sich darüber amüsieren. Ja. Kopf hoch, Leute. Mission erfüllt. Gut gemacht. Setzt euch hin. Und die Hände auf den Tisch. Das können wir nicht. Wir kleben aneinander. Verstehe. Kommt mal her. Wir wollen nicht, dass du unsere Hände trennst. Wir denken, dieser Kleber macht unsere Freundschaft stärker. Stimmt's? Meint ihr wirklich, man könnte Freundschaft so messen? Spring! Eins, zwei, drei, ja! Ich muss dahin. Aber ich will noch da. Das ist alles deine Schuld. Meine? Und wer hat gesagt, ich soll hüpfen? Es reicht. Ich habe genug von deinem Blödsinn. Von nun an bist du nicht mehr mein Freund. Und du bist nicht meiner, klar? Lolik! Feuer!
Wie viele der Substanzen, die Menschen sich zunutze machen, wurde auch Kleber von der Natur selbst erfunden. Zum Beispiel kleben Fische ihre Eier zusammen. Und Weichtiere produzieren eine klebrige Flüssigkeit, mit der sie an der Oberfläche haften können. Eine Spinne schmiert Kleber auf ihr Netz. Ein Vogel nutzt Speichel, um sein Nest zusammenzuhalten, während Raupen ihren Speichel nehmen, um ihre Kokons zu spinnen. Der Harz einer Pilie oder Birke ist Kleber. Und das klebrige Eiweiß kann als Klebergrundlage benutzt werden. Aber heutzutage wird der meiste Kleber in Fabriken hergestellt. Wenn man mit Kleber arbeitet, muss man aufpassen, dass man den Raum lüftet, damit keine schädlichen Dämpfe einziehen. Und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und versucht nicht, euch irgendwo festzukleben. Es könnte sehr schwer werden, euch wieder loszureißen. Nolik, halte durch! Feuer, du hast mich gerettet! Wie haben wir uns voneinander gelöst? Vielleicht war das schlechter Kleber. Nein, wir haben so oft versucht, euch zu trennen, bis der Kleber seine haftenden Eigenschaften verloren hat. Und unsere Freundschaft? Haftet sie jetzt auch nicht mehr? Weißt du was, Nolik? Es tut mir leid. Wir brauchen keinen Kleber, um Freunde zu sein. Frieden? Frieden. Oh. Oh-oh. Nur Spaß. Das Butterbrot. Komm, Thomas, man sollte nicht essen, während man spielt. Das hat dir deine Mama doch gesagt. Komm schon, lenk mich nicht ab. Oh nein, jetzt habe ich verloren. Das nennt man Murphys Gesetz, Nolik. Nein, das ist das Butterbrotgesetz. Das Butterbrotgesetz? Das ist doch kein echtes Gesetz. Menschen sagen, dass Brot immer auf die Butterseite fällt. Die Wissenschaftler lachen darüber, aber da ist was Wahres dran. Also erstens fällt ein Sandwich meist von der niedrigen Tischhöhe. Und so hat es nur Zeit für eine halbe Drehung. Zweitens, die Brotseite mit der Butter ist schwerer. Und das zieht sie zu Boden. Und drittens, Menschen erinnern sich an die schlechten Dinge, die ihnen passiert sind. Also glauben sie, dass Butterbrot immer falsch landet. Das ist Blödsinn. Ich glaube nicht an dieses Gesetz. Es ist wahr. Und das gilt nicht nur für Butterbrot, sondern für alle geschmierten Brote. Dann lass uns ein Experiment machen. Wir haben massig viel Essen hier. Wir schmieren es aufs Brot und werfen es. Alles klar. Das machen wir. Didisch! Nun die Marmeladenseite unten. Aha, die Käseseite auch. Und der Schokoaufstrich hat auch kein Glück. Bei der Mortadella lief es auch nicht besser, glaubst du mir jetzt? Noch nicht. Sehen wir weiter. Probieren wir noch andere Werfmethoden. Oh, das war alles. Nichts mehr da. Nein, es gibt noch Putenfleisch. Wo hast du es gesehen? Hier ist es. Nimm stattdessen vom Teller. Deine Mama hat es schon gekocht. Hey, Pute, zeig ihm, wie man richtig fällt. Aha, hab ich's nicht, gesagt? Ihr Vandalen! Warum werft ihr hier mit Essen herum, hä? Das ist ja schrecklich. Hey, gib es zurück. Bitte, wir testen das Butterbrotgesetz. Das ist nicht euer Ernst. Deine Mutter wird das ganz toll finden. Könnt ihr das Sandwich endlich auf den Teller legen? Es ist zu schwer für uns, um es zu halten. Gut, so ist es richtig. Tom Thomas, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie nährreich diese Pute ist? Und lecker, denke ich mir. Und Pute ist ein gesundes Essen mit vielen Proteinen, Vitaminen und, wie heißen die? Mikronährstoffen. Da ist mehr. Wenn du die Pute isst, dann wirst du wachsen. Durch dieses Sandwich kannst du 1 Zentimeter wachsen. Ganz bestimmt. Ja, und das gibt dir dann extra Kraft, die du brauchen wirst, wenn du die Küche sauber machst. Menschen essen nicht nur, damit sie stark werden, sondern auch, um zu wachsen und um sich zu entwickeln. Seht euch all das verschiedene Essen an.
Meint ihr, da gibt es irgendeine Gemeinsamkeit? Eigentlich ja. Jedes Nahrungsmittel hat Nährstoffe wie Proteine, Fett und Kohlenhydrate. Die richtige Kombination ist das Geheimnis der Ernährungswissenschaft. Essen mit Kohlenhydraten und Fetten gibt Menschen Energie. Während Proteine essentiell sind, damit Kinder wachsen können. Menschen essen gerne leckeres, frisches und abwechslungsreiches Essen. Versucht, möglichst gesundes Essen zu essen, wie Salate und Suppen, Müsli, Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. Und nicht nur Sandwiche. Aber wenn es Zeit wird für einen kleinen Snack, kann ein Sandwich genau das Richtige sein. Und es ist so leicht zu machen. Wo ist denn unser ganzes Brot hin? Es ist nur eine Scheibe übrig. Ich habe ein Experiment gemacht. Ein richtiges. Ich verstehe. Nun, Wissenschaft erfordert Opfer. Und zweifelsohne sind wissenschaftliche Experimente viel besser, als den ganzen Tag mit dem Handy zu spielen. Stimmt's? Mhm. Kann ich noch ein Stück Pute haben? Ich weiß nicht warum, aber ich habe großen Hunger heute. Oh, das nenne ich Murphys Gesetz. Nein, das ist das Butterbrotgesetz, Papa. Habt ihr gehört? Gesetz ist Gesetz. Die Sonnenfinsternis. Alles klar, da ist es. Tom Thomas, wofür ist das? Für die Sonnenfinsternis heute. Seht, und ich werde sie beobachten. Das ist cool. Und wofür brauchst du die Kiste? Simka, weißt du nicht mehr? Es ist zu gefährlich, direkt in die Sonne zu blicken. Hä? Wow, so dunkel. Wann wird es denn dunkel, Tom Thomas? In einer halben Stunde. Wir würden dir gerne dabei helfen, oder? Aber eines verstehe ich nicht. Das Licht wird weg sein? Ich meine, für immer weg sein? Wie kommst du denn darauf, Nolik? Es gab schon viele Finsternisse vor dieser. Im Weltraum ist alles ständig in Bewegung. Die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde. Manchmal steht der Mond zwischen der Sonne und der Erde und verdeckt die Sonne. So sieht man die Sonne für kurze Zeit nicht mehr als strahlender Stern, sondern als schwarze Kugel. Dieses Phänomen nennt man Sonnenfinsternis. Aber eine Sonnenfinsternis kann nur von Menschen und Fixies gesehen werden, die in ihrem Schatten stehen, wenn es passiert. Aber alles könnte passieren. Was, wenn etwas stecken bleibt? Wird es dann für immer dunkel bleiben? Und wann soll das je geschehen sein? Es geschieht jetzt! Nolik, entweder hilf uns oder hör auf zu stören. Alles klar, schau. Das ist die Erde, hier. Und der Mond, da. Die Taschenlampe ist die Sonne. Siehst du? Der Mondschatten fällt auf die Erde. Und jetzt pass auf. Wenn der Mond weiterzieht, kommt das Licht wieder. Steckt er jetzt fest? Ich hab's doch gesagt. Das Ende ist nah. Ewiges Dunkelheit. Jemand sollte vorsichtiger mit dem Kleber umgehen. Es ist möglich, eine gewöhnliche Kiste zu nehmen und daraus ein spezielles Gerät zu machen, das von Menschen vor langer Zeit erfunden wurde. Das nennt man Camera Obscura. Diese clevere Erfindung wurde von Künstlern genutzt und Wissenschaftlern. Sie war die Grundlage des ersten Fotoapparates. Es ist einfach, eine Camera Obscura nachzubauen. Schneidet ein kleines Quadrat in eine Seite der Kiste. Bedeckt es mit einer transparenten Folie und stecht ein kleines Loch in die Mitte. Legt ein Blatt Papier auf die gegenüberliegende Seite. Das Licht wird durch das Loch gehen und durch die Dunkelheit strahlen. Auf dem Bildschirm werdet ihr die Eklipse sehen. Aber man wird sie verkehrt herum sehen. Um sie zu sehen, muss man von oben darauf schauen. Aber lasst kein zusätzliches Licht hinein. Wunderschön. Und passt immer schön auf, wenn ihr mit der Schere schneidet. Aber versteht ihr nicht, dass es unheimlich ist im Dunkeln? Und man kann unmöglich so leben. Sei kein Feigling. Du leuchtest doch im Dunkeln. Aber was ist mit Tom Thomas? Wird er jetzt so laufen müssen?
wirst ihm den Weg leuchten können. Und wenn meine Batterie leer ist? Ich habe eine Taschenlampe. Und wenn die Batterie leer ist? Entspann dich, ich hole eine neue. Im Dunkeln? Nein, wir müssen uns sofort vorbereiten. Siehst du die Sonne? Aha. Noch eine Minute, seid ihr bereit? Eine Minute? Warte, was? Ich bin noch nicht bereit. Ich lade noch etwas auf. Nein, ich muss noch die Batterie holen. 10 Sekunden. 9 Sekunden. 8 Sekunden. Was soll ich tun? 6. Was soll ich tun? 5. 4. 3. 2. Mafia! Es geht los. Wow. Das ist einfach wunderschön. Nolik, komm doch raus. Du verpasst alles. Es ist erstaunlich. Cool. Toll, dass wir das gemacht haben. Seht, seht. Jetzt kommt die Sonne wieder heraus. Zeigt mal. Es ist nicht stecken geblieben? Die ganze Finsternis ist vorbei? Das war cool, nicht wahr? Aha. Nur, dass ich alles verpasst habe. Nun, du wirst die nächste sehen, nicht wahr? Wenn du nicht wieder so eine Angst kriegst. Wir werfen diese Kiste aber nicht weg, oder? Ich hebe sie auf. Ich kann sie nutzen, um was drin zu lagern. Batterien zum Beispiel. Was, wenn es morgen kein Licht mehr gibt und Nolik ist nicht bereit? Das Juwel. Tom Thomas, Zeit zu essen. Wo ist er? Kaubacke. Hast du diesen kleinen... Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon meinen Hund frage. Tom Thomas, suchst du uns? Hey Fixies, vielleicht könnt ihr mir helfen. Einer dieser Steine fehlt. Na und? Na und? Diese Stecknadel ist sehr wertvoll. Und der Stein auch. Wenn ich den Stein nicht bald finde, bedeutet das das Ende. Liebling, dein Essen wird kalt. Kein Grund zur Panik. Wir finden deinen wertvollen Stein. Einen Moment. Können Steine wirklich wertvoll sein? Na klar können sie das. Juwelen sind die seltensten und schönsten Steine von allen. Aber es ist nicht leicht, sie zu finden. Diamanten, Smaragde, Rubine, Saphire. Menschen finden sie unter der Erde und im Inneren von Bergen. Mutige Taucher tauchen auf den Meeresgrund, um Perlen zu finden. Menschen haben Heldentaten vollbracht und waghalsige Verbrechen begangen, um diese wertvollen Juwelen zu bekommen. Der magische Glanz von Juwelen kann sowohl verzaubern als auch zerstören. Denkt daran, nur ehrlich erworbene Juwelen machen fröhlich. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht haut Kaubacke ihn. Sie hat gesehen, dass er wertvoll ist und ham! Hast recht. Kaubacke, gib uns das Juwel, okay? Gib es zurück, haben wir gesagt. Warum ärgert ihr Kaubacke denn? Weil sie den Stein zurückgeben muss. Welchen Stein, Simka? Einen ganz teuren. Hunde sollten Schätze eigentlich bewachen. Aber der hier frisst sie. Vielleicht habt ihr nicht genug gesucht. Zum Beispiel, was ist mit diesem Blumentopf? Das ist Zeitverschwendung. Der ist nicht in der Erde. Wir haben ihn hier verloren. Ups. Ist das so? Alles klar, spuckt es aus. Sieh mal her, ein Diamant. Der wird einfach perfekt zu meinem Pakomat passen. Aber ich hab ihn doch gefunden. An meinem sieht er auch perfekt aus. Dann holen wir sie jetzt und probieren's aus. Wir lagern ihn hier zur Sicherheit. Nun, wer könnte ihn genommen haben? Wir müssen noch im Inneren von Kaubacke suchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sie wird dich auffressen. Wohin geht ihr? In das Innere von Kaubacke, um den Stein zu holen. Nick, tu's nicht, bitte. Ich bin bereit, alles für meinen Freund zu tun. Hey! Sucht ihr zufällig vielleicht das hier? Hä? Wo um alles in der Welt hast du ihn gefunden? Schau mal, der war vergraben. Sieht wie ein
Diamant aus, aber um sicher zu gehen, müssen wir ihn testen. Ein Rohdiamant sieht wie ein normaler Stein aus, aber nachdem man ihn schleift und jede einzelne Facette poliert, wird aus diesem besonderen Stein ein seltenes und sehr teures Juwel. Es kann eine Kette zieren, eine Krone oder im Ausstellungskasten eines Museums sein. In Wahrheit wird nur ein kleiner Teil aller gefundenen Diamanten als Schmuck genutzt. Das liegt daran, dass Diamanten das härteste Gestein des Planeten sind. Damit sind sie ideal, um Glas zu schneiden. Diamanten werden genutzt, um starke Bohreinsätze und Schneideplatten zu machen. Viele wichtige medizinische Geräte könnten nicht ohne sie existieren. Mit Hilfe von Diamanten kann man sogar in einen Berg bohren, wenn man einen Tunnel baut. So wertvoll sind Diamanten. Sie können ein Rohr schneiden und passen gut zu einem Kleid. Ist der nicht schön? Leider ist der kein... Von Thomas! Hier ist ein Stein! Und jetzt ist er weg. Kaubacke, gut gemacht! Danke, liebste Fixies. Ich dachte schon, mein wertvolles Geschenk wäre verloren. Für wen ist das Geschenk? Katja, ich hoffe, sie wird es mögen. Ich muss dir was sagen, Tom Thomas. Der Stein ist wertlos. Der Stein besteht bloß aus Glas. Ich weiß. Aber das ist egal. Was? Ich habe mein Leben riskiert, um ein Stückchen Glas zu retten? Erstens war das für deinen Freund. Und zweitens, es geht nicht um den Preis eines Geschenks. Der gute Gedanke zählt. Der Stern. Also, das ist unser Sonnensystem. Und es besteht aus... Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Ich fand... Nein. Ich entdeckte einen unbekannten Stern. Das ist grandios, Kollege. Ja, und heute kommen Journalisten ins Labor für ein Interview. Wer wird interviewt werden? Wärst du pünktlich gekommen, wüsstest du es. Ich musste meine Haare machen. Sie sind da. Versteckt euch alle. Es gibt viele Galaxien im Universum mit Milliarden heißglühender Kugeln, die wir alle als Sterne kennen. Sterne werden aus riesigen Gas- und Staubwolken geboren, Nebel genannt. Wir sehen Sterne am Himmel als winzige Punkte. Aber das ist nur, weil wir sehr, sehr weit weg sind. Der unserem Planeten nächste Stern ist die Sonne. Obwohl die Sonne nicht der größte Stern ist, gibt sie uns Wärme und Licht, was wir zum Leben brauchen. Professor Eugenius ist jetzt ein Prominenter, international bekannt. Ja. Hey, habt ihr es gesehen? Wer da hat's auch aufs Cover geschickt? Oh, wow. Ich finde, wir sehen gut zusammen aus. Also, wer will ein Autogramm? Vielleicht, wenn die Schule aus ist. Los, kommt, wir gehen. Hey, kommst du nicht mit? Später vielleicht. Mein Kollege und ich haben Wichtigeres zu tun. Kollege? Der Professor. Wir beide sind jetzt Prominente. Werder, es ist reiner Zufall, dass du auf diesem Cover bist. Oh, oh, oh. Jemand ist eifersüchtig. Ah. Also, wir haben einen neuen Stern. Wie soll ich ihn nennen? Kollege, warum nennen wir den Stern nicht Werder? Schließlich klingt das doch sehr schön. Werder, Werder. Wie ein Vortex, der umherwirbelt. Tolle Idee. Schade, dass ihr kein Autogramm bekommen habt. Denn dieser neue Stern hat jetzt meinen Namen. Werder. Ihr solltet eine gebührende Feier zu meiner Ehre organisieren. Ich meine zu meiner und der des Professors natürlich. Von welcher Feier redest du? Mit einem roten Teppich und Blumen. Was steht ihr da rum? Na los, wird's bald. Das arme Ding denkt, sie wäre ein Star. Ja, absolut. Was sollen wir dagegen tun? Mit Wahnsinnigen sollte man nicht streiten. Das habe ich gelesen. Dann spielen wir ihr dummes Spiel. Eure Hoheit, der rote Teppich, wie ihr wünscht. Dann roll ihn auf. Und die Blumen? Muss ich den
Aber natürlich nicht. Hier, Eure Hoheit, die Krone. Oh, fein, na, das geht doch. Oh. Ich bin ein Die Star. Hat sie nicht mehr alle. Mhm. Endlich, endlich. Mein Traum wurde wirklich wahr. Hey. Meine kleinen Fixie-Freunde, ihr seid das. Ich fühle mich so geehrt, dass ihr euch versammelt habt, um mir zu gratulieren. Uns. Ja, uns, ihnen, wir. Wir alle sollten feiern gehen. Nein, ich meine Sie und ich. Zeigen Sie mir, was Sie tragen. Natürlich, das Zertifikat. Da steht, dieser Stern, entdeckt von Professor Eugenius, wurde registriert mit dem Namen VE03732. Was? Oh! So sollten wir von nun an unseren großen Star nennen. Was ist so lustig? Eine klare Nacht eignet sich perfekt, um am Himmel nach Sternenbildern zu suchen. Am einfachsten findet man den großen Bären oder den großen Wagen, der aussieht wie eine Suppenkelle. Zieht man eine Linie von den beiden äußeren Sternen des großen Wagens, sieht man den hellen Nordstern, der Teil des Sternenbildes kleiner Bär oder kleiner Wagen ist. Etwas weiter entfernt ist die W-förmige Cassiopeia. Und diese drei Sterne, die nebeneinander liegen, sind bekannt als Gürtel des Orion. Zieht man eine Linie durch sie, findet man einen Stern namens Sirius. Der ist Teil des großen Hundes. Das ist der hellste Stern des nächtlichen Himmels. Und auf der anderen Seite ist der Stern Aldebaran. Der gehört zum Sternenbild Stier. Und das sind nur ein paar der am besten sichtbaren Sterne. Man kann sich unmöglich vorstellen, wie viele Sterne es wirklich im Universum gibt. Spule? Ich bin hier. Feuer? Hier. VE73032? Ist das jemand Neues? Ja, wir haben eine neue Schülerin. Sie ist ein Star. Ein neuer Superstar. Ihr sagt es. Die Kaffeemaschine. Tidisch. Hallo, Tom Thomas. Bereit für die Schule? Aha, und du? Ich helfe heute Marcia, statt in die Schule zu gehen. Drei weitere Patienten? Wie soll ich das denn schaffen? Mir wird die neue Ausrüstung geliefert und ich muss die Präsentation diese Woche halten. Na gut, ich muss sehen, wie ich das alles machen soll. Guten Morgen. Ja, echt toll. Ha, ich stecke bis zum Hals in der Arbeit. Okay, eine Tasse Kaffee ist das Einzige, was mich heute noch retten kann. Was soll das? Was mir jetzt noch fehlt, ist zu spät zu kommen. Die Maschine beginnt den Reinigungskreislauf. Sie muss warten. Was ist das Problem? Warum geht's nicht? Wird das heute noch oder was? Oh, die arme Kaffeemaschine. Ah, Tom Thomas' arme Mutter. Es reicht. Funktioniere. Was ist heute nur los? Hey Mama, komm schon. Lass mich es versuchen. Mir reicht es alles. Wir müssen ihr helfen. Ich hoffe, nichts ist kaputt gegangen. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Lenk deine Mama ab. Mama, und was, wenn die Kaffeemaschine plötzlich wieder gehen würde, genau jetzt? Könnte das deinen Tag retten? Mhm. Die ersten Kaffeegeräte erhitzten das Wasser und drängten es durch den gemahlenen Kaffee. Die heutige Generation der Geräte nennt man oft Kaffeemaschinen. Sie können so viel mehr und haben die Funktion, sich selbst reinigen zu können. Diese Maschinen können den Kaffee unterschiedlich stark machen und Milch und Zucker hinzufügen, wenn ihr das mögt. Und praktischerweise können sie die Kaffeebohnen mahlen, bevor der Kaffee gebrüht wird. Man drückt nur den Knopf und die frische Tasse Kaffee ist fertig. Und dieses Aroma. Die Hauptsache bei allen Kaffeemaschinen ist, dass man nett zu ihnen ist. Dann gibt man ihnen etwas Zeit und sie funktionieren von selbst. Das ist doch absurd. Neustart ist der erste Schritt. Simka, stecke das Kontaktkabel ein und wieder aus. Mhm. Siehst du? Genau das meine ich. Eine Kaffeemaschine ist doch kein Wesen. Das ist eine Maschine, mehr nicht. Warum hast du sie dann so geschlagen? Aber wenn du sehr nett zu ihr bist und sie streichelst... Dann wird sie summen. Hörst du? Sie fand das super. Kaffeemaschine, blinke, wenn du bereit bist, wieder zu funktionieren. Mach den Bildschirm an. Mhm.
Siehst du? Sie antwortet uns. Als wäre sie wirklich am Leben. Also, Kaffeemaschine, mach Kaffee. Das ist unmöglich. Tisch! Zeit für eine Überraschung. Aber verrate nicht unser Geheimnis. Du hast es repariert. Was ist dein Geheimnis? Ganz einfach. Wenn man gut mit Geräten umgeht, dann gehen sie gut mit dir um. Der magische Geschmack von Kaffee wurde zuerst in Arabien genossen. Deswegen heißt die bekannteste Kaffeesorte Arabica. Kaffeebäume wachsen auf der ganzen Welt in Bergregionen, wo es warm und feucht ist. Die Äste der Kaffeebäume sind voller Kaffeebeeren. Aber um Kaffee zu trinken, brauchen wir nicht die Beeren, nur die Samen darin. Nachdem die Bohnen geröstet und dann gemahlen werden, gibt man heißes Wasser dazu. Jede Kultur serviert Kaffee unterschiedlich. Manche heiß, manche kalt. Mit Zucker, mit Milch, mit Eis, mit Zimt, mit Ingwer und sogar mit Salz oder Pfeffer. Man sagt, Kaffee gäbe den Menschen Energie und hilft ihnen, sich nicht so müde zu fühlen. Aber es ist wichtig, nicht zu viel zu trinken. Tom Thomas, du bist ein echter Zauberer. Sie glaubt es. Juhu! Erstaunlich. Ich hätte nie gedacht, dass eine gewöhnliche Kaffeemaschine so emotional sein könnte. Armes Ding, vergib mir, ja? Und das ist nicht alles. Wenn du sehr gut mit einer Kaffeemaschine umgehst, kann sie sogar ein Lied singen. Oh, du lieber Augustin, 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 oh. Oh, jetzt höre ich schon Stimmen. Jetzt hast du mich total verzaubert, Tom Thomas. Zeit zu gehen. Augustin. Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Warum hast du gesungen? Tut mir leid, es ist mir so passiert. Ja, mit mir auch. Sing es mir noch mal vor, ja? Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Der Rucksack. Alles klar, fertig mit den Hausaufgaben. Können wir jetzt spielen? Tom Thomas, packst du so deinen Rucksack? Warum nicht? Wo liegt das Problem? Ich frage mich, wie du überhaupt noch irgendwas darin findest. Tu ich doch. Dann such, dein Lineal. Hier ist es. Deinen Radierer. Einen kleinen Moment bitte. Wo ist er? Ah, du findest ihn nicht. Wie schade. Das liegt an diesem dämlichen Rucksack. Dein Rucksack ist voll in Ordnung. Wenn du nichts verlieren willst, musst du eben besser packen. Oder man hat einen Packomat, der dir einfach alles reicht. Oh ja, genau das brauche ich. Ein Packomat. Nur Fixies haben Packomaten. Ich will auch einen. Ich mach mir einen. Auf keinen Fall. Doch, ich werde ihm dabei helfen. Klar, Nolik. Ein Rucksack ist eine Tasche mit Trägern für die Schultern. Er wurde erfunden, damit es leichter ist, schwere Lasten zu tragen, wenn man weite Strecken läuft. Und auch, um die Hände frei zu haben. Statt krumm zu gehen, behalten wir durch Rucksäcke eine gute Haltung, indem wir die Last auf unserer Rückenmuskulatur und Wirbelsäule verteilen. Und es passen so viele Dinge in einen Rucksack. Vor allem, wenn der Rucksack viele verschiedene Taschen hat und wenn alles gut und ordentlich verstaut ist. Die ersten Rucksäcke waren ziemlich schwer und unbequem. Sie bestanden aus Holz und Leder. Diese Rucksäcke wurden von Jägern getragen. Später wurden leichtere Rucksäcke erfunden, die aus Leinen bestanden. Sie waren sehr beliebt bei Reisenden und Soldaten. Heutige Rucksäcke sind so leicht, dass sogar Kinder sie tragen können. Die Testphase des ersten Packomaten, designt speziell für Menschen, beginnt. Bereit? Es kann losgehen. Erstens, hole aus deinem Rucksack, Packomaten, ein Radiergummi. Ja. Seht her. Cool. Wow. Ein Stift, den blauen. Klar. Hopp. Wir begegnen technischen Schwierigkeiten. Wir brauchen eine Pause. Testphase 2, der... ich weiß, fangt einfach an. Hole das Radiergummi. Mhm. Das lassen
Und jetzt den blauen Stift. Oh, wow. Jetzt das Lineal. Einen tollen Bankomaten habt ihr. Cool. Testphase 3 des weltweit ersten Packs. Und wo ist bitte Nolik? Keine Sorge, der kommt gleich. Testphase. Ist ja gut, los schon. Fang an. Der Radera. Das haben wir schon zweimal gesehen. Der blaue Stift. Und was ist mit dem Lineal? Aber klar doch. Trommelwirbel. Wow. Das ist unmöglich. Lass mal sehen. Jetzt verstehe ich. Dann hol jetzt mal dein Mathebuch. Mathebuch? Kuckuck, hast du das Buch? Unmöglich, es ist riesig. Ja, tolle Erfinder seid ihr. Ha, eure Erfindung braucht etwas Aufbesserung. Und ich weiß wie. Was? Wenn ihr euren Rucksack packt, müsst ihr halt darauf achten, dass ihr es ordentlich macht. Ordentlich? Das dauert ewig und ist langweilig. Ich zeige dir, wie es Spaß macht. Du willst zur Schule gehen, dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei, dein Rucksack ist dabei. Und jeder kann es sehen, da passt alles hinein. Da passt alles, da passt alles, da passt alles hinein. Denn wenn du keinen Rucksack hast, kommst du nicht weit. Du wirst schon sehen, doch wenn du einen Rucksack hast, kannst du fast überall hingehen. Und wenn du in den Wald willst, dein Rucksack ist dabei. Dein Rucksack ist dabei, dein Rucksack ist dabei. Sogar der größte Waldpilz, da passt alles hinein. Da passt alles, da passt alles, da passt alles hinein. Denn wenn du keinen Rucksack hast, kommst du nicht weit. Du wirst schon sehen, doch wenn du einen Rucksack hast, kannst du fast überall hingehen. Denn wenn du keinen Rucksack hast, komm. Das Virus. Nimm das, Johnny, Verlierer. Trittst du noch mal gegen ihn an? Geht nicht. Das war schon das letzte Level. Oh, wir hatten doch gerade erst angefangen. Warte mal. Mal sehen, was da steht. Herzlichen Glückwunsch. Als Preis erhalten Sie ein Smartphone und brandneue Levels für das Spiel. Oh, yeah. Cool. Klick es an. Ich würde nicht einfach irgendwo draufklicken. Was soll schon passieren? Wow. Hey, was ist los? Jemand hat die Zahlen verdreht. Na bitte sehr, habe ich euch nicht gewarnt? Meinst du vielleicht, das war Johnny? Johnny? Natürlich. Er war sauer, dass wir gewonnen haben, also hat er sich eine Tarnkappe aufgesetzt. Dann schlich er sich ins Zimmer und radierte alles vom Computer weg. Stopp, wovon redest du? Eine Tarnkappe? Das hat doch überhaupt gar nichts mit Johnny zu tun. Sieht so aus, als ob du ein Virus hast. Dann müssen wir Tom Thomas Mama holen. Wozu? Ist das nicht klar? Sie ist Ärztin. Sie wird dieses Virus problemlos verschwinden lassen. Daraus wird nichts. Vergiss es. Ein Computer mit einem Virus wird so nicht behandelt. Ein Arzt wird hier nicht helfen können. Besonders keine Zahnärztin wie deine Mutter. Wer kann uns dann helfen? Dafür brauchst du eine besondere Software. Antiviren. Ein Computervirus ist ein zerstörerisches Computerprogramm. Es kann nicht nur wichtige Informationen stehlen oder löschen, sondern auch den Computer vollkommen zerstören. Das Schlimme an einem Virus ist, dass es sich sehr schnell ausbreitet und andere verbundene Computer infizieren kann. Ähnlich wie eine menschliche Krankheit. Um solche Viren zu finden und zu stoppen, braucht man ein Antivirenprogramm. Antivirenprogramme schützen einen Computer auch vor neuen Infektionen. Und übrigens,
Dein Papa hat auf seinem Computer eine Antivirensoftware. Und meiner hat keine? Nein, du lässt ja niemanden in die Nähe deines Computers. Du hast ja keine Zeit. Papa, machen wir das später, okay? Ich muss noch eine Runde schaffen. Nur noch eine Minute. Oh, seht mal. Das Virus beginnt jetzt alles darin zu zerstören. Das heißt, der Computer wird verschwinden. Und das Zimmer auch. Und wir alle. Stopp, stopp! Keine Panik. Wir müssen den Computer retten. Sofort. Tom Thomas, dein Papa hat eine Kiste mit allen Antivirensoftwares. Hol sie. Spiele, Musik, Trickfilme. Es gibt so viele interessante Dinge im Internet. Aber genau wie in der physischen Welt muss man sich an die Regeln halten, wenn man online ist. Erstens, besucht nur Websites, die ihr kennt. Manchmal könnte sich ein zerstörerisches Virus hinter einem schönen Bild verstecken. Und es gibt viele Betrüger im Internet. Deswegen sollte man niemanden, den man nicht kennt, seine Adresse geben oder eine SMS schicken, um ein kostenloses Spiel herunterzuladen. Wenn ihr eine Nachricht von einem Fremden bekommt, solltet ihr sie sofort euren Eltern zeigen. Unterhaltet euch nur mit Menschen, die ihr kennt. Und sitzt nicht den ganzen Tag drinnen und surft im Internet. Es gibt immer noch nichts Besseres, als rauszugehen und mit Freunden an der frischen Luft zu spielen. Das war's. Der Feind ist zerstört. Gut gemacht. Mal sehen, ob jetzt alles funktioniert. Jetzt müssen wir die Software deinstallieren. Wieso? Das brauchen wir nicht. Doch, das müssen wir. Dieses Programm darf nur von einem Erwachsenen installiert werden. Sonst finden deine Eltern noch heraus, dass du Hilfe von den Fixies bekommen hast. Tut mir leid. Schon erledigt. Und hier kommt Papa. Papa, kannst du das auf meinem Computer installieren? Bitte? Brauchst du es sofort? Hat das nicht Zeit? Nein, wir können das nicht länger verschieben. Bitte schön. Nun ist dein Computer geschützt. Wieso bist du plötzlich so verantwortungsbewusst? Oh, Papa. Du weißt wohl nicht, was für Viren da durch das Netz strömen. Du hast recht. Die Babypuppe. Steig wieder aus, wir passen nicht alle rein. Diesmal fahren wir und nächstes Mal du. Ich muss wieder alleine fahren? Hey, keine Sorge. Ich bekomme nachher so ein cooles Auto, Spule. Ein großes? Groß genug für euch alle. Tom Thomas. Hier, dein Spielzeug. Genau, was du wolltest. Toll. Moment, was ist das? Eine Babypuppe? Prächtig! Mama, wo ist das Auto? Oh, da ist wohl ein Fehler passiert. Ich finde es für dich heraus. Ich rufe dort an. Es ist schön, ein Kind zu sein. Man kümmert sich um dich, füttert dich, kauft dir Spielzeug und liest dir gute Nachtgeschichten vor. Und im Gegenzug musst du auf Erwachsene hören. In die Vorschule gehen, dann zur Schule und nie vergessen, eine Mütze aufzusetzen. Alle Kinder wünschen sich, Eltern zu werden. Zumindest für kurze Zeit. Denn Mamas sind auch nur Menschen. Menschliche Mamas können Wäsche waschen, Mittag kochen, bügeln und die Hausaufgaben ihrer Kinder kontrollieren. Fixie-Mamas können Bügeleisen und Föhne reparieren und jungen Fixies zeigen, wie sie das machen. Schade, dass man nicht Eltern werden kann, bevor man erwachsen wird. Aber man kann so tun, als ob. Deswegen spielen Mädchen gern mit Puppen. Viele Jungs mögen das nicht, aber ich verstehe gar nicht, warum. Papas sind auch tolle Eltern. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ich bin doch kein Mädchen, das mit Puppen spielt. Hey, komm schon. Diese Babypuppe ist wirklich süß. Leg sie doch weg, damit wir weiter Auto fahren können. Warte, warte. Das Baby hat Hunger. Es muss essen. Tom Thomas, hilf mir. Nein, werde ich nicht. Ich bitte dich. Es schreit. Hörst du es nicht?
Reicht das? Auf dieses Kind auf. Was, wenn etwas Schlimmes passiert ist? Oh, wie warst du niedlich und auch so gemütlich und fast immer friedlich. Ich hab dich geliebt, aber nein, das gibt's nicht. Aber nein, das gibt's nicht. Aber nein, das gibt's nicht. Irgendwas ging schief. Liebling, sei nicht traurig über dieses Auto. Es wird bald ankommen. Übrigens, warum hast du die Puppe in den Schrank getan? Sie war so schwer zu finden. Ist sie noch zu Hause? Sie ist in der Kiste da. Bald schicke ich sie zurück. Meine arme Puppe ist weg. Mein Püppchen! Wir sollten sie eigentlich heute zurückschicken. Aber ich habe Mama gesagt, ich will sie behalten. Hey, und was ist mit deinem neuen großen Flitzer? Später. Hast du das alles für mich getan? Weißt du... Papa! Wow! Die Maskerade. Also, Tom Thomas, hast du schon ein Kostüm für die Silvesterparty? Noch nicht. Die sind nicht gut. Ich war schon ein Pirat. Was ist mit einem Vampir? War ich schon. Und ein Ritter? Mhm. Dieses Jahr will ich etwas Besonderes machen. Und was, wenn... Ich weiß was. Verkleide dich als mich, als Nonik. Perfekt. Es hat sich noch nie jemand als Fixie verkleidet. Vor langer, langer Zeit setzten sich Menschen Masken auf und tanzten, um böse Geister zu vertreiben. Im antiken Theater wechselten Schauspieler Masken, um verschiedene Rollen spielen zu können. Alle mochten die Idee, ihre Gesichter hinter mysteriösen Masken zu verstecken, so sehr, dass Menschen anfingen, draußen Festivals zu organisieren, sogenannte Maskeraden. Es gibt Länder auf der Welt, wie Brasilien und Italien, die während der Feiertage zu einem riesigen Maskenball werden. Was macht ihr da? Ein Kostüm für eine Maskerade. Erratet ihr, als was ich mich verkleide? Ja, aber warum musste das Nolik sein? Weil es meine Idee war. Feuer wäre ein viel cooleres Kostüm. Das stimmt nicht. Schluss mit Streiten. Ich verkleide mich als dich und dich. Schon besser. Kluge Fixies tragen eine Brille. Ha, deine Brille ist zu klein, um überhaupt auf seinen Finger zu passen. Dann mache ich mir einfach selbst eine Brille. So ein süßer Fixie. Prächtig. Nicht schlecht. Aber wenn ich du wäre, hätte ich einen Pacomat als Kostüm. Jeder modebewusste Fixie trägt einen. Und kannst du meine Locken machen, bitte? Wenn nicht, verletzt du unsere Gefühle.
kommt jetzt jeder vor? Oh, wir haben Simka vergessen. Wo soll denn jetzt noch Platz sein für Sie? Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss wirklich los. Dann sagen wir nichts. Bis später dann, Tom Thomas. Danke, Leute. Tisch! Wo wart ihr denn die ganze Zeit, während ich das Konfetti aufgefüllt habe? Wir haben Hausaufgaben gemacht. Und dieses Magazin angesehen. Und geredet. Ja, all das. Und mehr. Ha, eine bessere Ausrede ist euch nicht eingefallen? Los, was vertuschelt ihr? Seid ihr völlig durchgedreht? Sorry, aber da war absolut kein Platz mehr auf Tom Thomas. Das ist doch aber nicht, was ich meine. Was ist die Regel Nummer 1 der Fixies? Was ist unser Versprechen? Wir verraten unser Geheimnis niemandem. Genau, aber ihr habt's verraten. Jetzt wissen es alle. Tom Thomas wird niemandem von uns erzählen. Das hoffe ich schwer. Vielleicht wird jeder denken, sein Kostüm wäre eine Süßigkeit. Was für eine Süßigkeit hat einen Rucksack auf und eine Brille? Wir stecken echt in der Klemme. Ich fand, die Brille sah klug aus. Was werden wir jetzt nur machen? Den Professor rufen. Oder wir rufen Großfix oder Papus. Ah! Keine Panik. Warten wir, bis Tom Thomas zurückkommt. Es gibt viele verschiedene Arten von Masken und manche von ihnen sind sehr wichtig. Medizinische Masken werden von Ärzten und Kranken benutzt, um die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren. Sauerstoffmasken helfen Menschen zu atmen. Fechter, Hockeytorwarte und Boxer tragen Masken, um ihre Gesichter zu schützen. Das blaue Glas in der Maske eines Schweißers wird genutzt, um seine Augen vor dem gefährlichen hellen Licht zu schützen. Taucher tragen Masken, wenn sie unter Wasser tauchen. Ohne eine Maske wäre es schwer, die Schönheit der Unterwasserwelt zu sehen. Die Masken, die Menschen auf einem Karneval und einer Party tragen? Nun, die gibt es nur, damit Menschen Spaß haben und um die Stimmung aufzulockern. Oder als Tarnung, damit man nicht sofort erkannt wird. Es kann viel Spaß machen, jemanden so reinzulegen. Und wie war's? Es war toll. Es gab einen Kostümwettbewerb und ich habe gewonnen. What? Das war's. Wir sind erledigt. Seid bitte nicht sauer, Leute. Aber ich konnte ja nicht sagen, dass ich ein Fixie bin. Das fiel mir dazu ein. Erster Preis fürs Kostüm? Roboter Toucan? Hey, was soll das? Findest du, wir sehen wie Toucan aus? Ja. 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 Alles klar, Fixie-Toucane. Wir haben noch was vor. Ups. Frohes Neujahr. Der Helikopter. Es ist sehr wichtig und ich brauche euren Rat. Tut mir leid, ich komme spät. Oh, Mädchen, ich kann es kaum erwarten. Da ist es. Hallo ihr. Woher habt ihr den Helikopter? Der Professor wollte ihn wegschmeißen, aber wir haben ihn repariert. Geht eine Runde mit. Na los. Auf keinen Fall. Wir haben was vor. Was denn? Etwas Wichtiges. Finde einen anderen Ort zum Fliegen. Wie ihr wollt. Kein Problem. Zurück zu unserem Vorhaben. Rotorflügel. Wenn der Motor ihn dreht, drückt der Rotor die Luft mit so viel Kraft nach unten, dass sie den Helikopter vom Boden hebt. Natürlich können Helikopter nicht so schnell fliegen wie Flugzeuge, aber dafür können sie einfach auf einer kleinen Fläche landen. Und anders als Flugzeuge können Helikopter lange Zeit in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Ziffer, lenk uns nach links! Jetzt nach rechts! Und her! Ziffer, Feuer und Nullix sind dumm, aber du bist klug genug, um
faszinierende motorgesteuerte Maschine. Leonardo da Vinci hatte selbst so einen designt und seht mal, wer sie jetzt steuert. Das ist ja sehr beeindruckend. Du bist ein Genie, wie du das steuerst. Und so klug und mutig. Mädchen finden solche Jungs echt süß. Ja, so bin ich eben. Klar, du bist toll. Und jetzt lande ich. Ziffer! Noli, keine Panik. Wir müssen abspringen. Können. Und wenn wir nicht wären... Wenn ihr nicht unseren Piloten abgelenkt hättet, wäre alles gut gegangen. Ein echter Pilot lässt sich nicht einfach ablenken. Und erst muss er mit einem Simulator lernen zu fliegen. Richtig, Ziffer? Aha. Ja, schon. Aber wir haben keinen. Wartet hier. Flugzeuge, Helikopter, Züge und sogar Autos sind komplizierte Maschinen, die schwierig zu navigieren sind. Und wenn man nicht aufpasst, was man macht, kann man schnell einen Unfall bauen. Deswegen erhalten zukünftige Piloten, Lokführer und Fahrer eine umfassende Ausbildung. Dabei lernen sie, ein Flugzeug zu fliegen oder einen Zug zu steuern, mit Hilfe von Simulatoren. Das hier zum Beispiel ist die genaue Kopie eines Cockpits, nur ohne Flügel und mit Bildschirmen statt Fenstern. Man lenkt das Steuer und die Kabine bewegt sich genauso, wie man fliegt. Und auf den Bildschirmen sieht man die Erde unter den Wolken vorbeiziehen. Es ist atemberaubend. Berufspiloten müssen viele solcher Simulationen machen, bevor sie ein echtes Flugzeug fliegen dürfen. Unser Pilotensimulator ist bereit. Oh, wow. Und ich bin der Erste, der ihn ausprobiert. Und los! Ach, Kinder! Stimmt's, Ziffer? Ich gehe mal zu Ihnen, um einen Blick darauf zu werfen. Ihr wisst ja, wie die sich manchmal benehmen. Ich passe nur auf. Ach, bin ich wieder dran! Hey, wartet! Jetzt bin ich dran! Jungs können nicht ernst sein. Die machen immer nur totalen Quatsch. Apropos Ernst, wir müssen uns um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Du hast recht! Einfach nicht, wie ich die tragen soll. Vielleicht am Pakomat. Oh, das ist ein ernstes Problem. Ja, das ist wirklich wichtig. Nicht wie die Jungs mit ihrem Quatsch. Das Fenster. Na, ihr? Alle wach? Was machst du? Ich putze die Fenster. Sieht aus, als putzt dieses Ding da. Richtig geraten. Das ist ein Fensterwäscherroboter. Ich habe ihn von einem Nachbarn geborgt zum Ausprobieren. Wir sollten uns auch einen kaufen. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch schon einen Roboter. Roboter. Dann haben wir eben zwei. Einen für die Böden und einen für Fenster. Ich kann die Fenster putzen. Aber das kann gefährlich sein. Was soll daran gefährlich sein? Ich kann sie problemlos sofort putzen. Und statt eines Roboters kaufen wir etwas Sinnvolles. Wie ein Skateboard für unseren Jungen. Ich hab schon eins. Dann hast du eben zwei. Cool. Aha, wenn du das sagst. Zufällig ist gerade ein dreckiges Fenster in deinem Büro. Mal sehen, wie du das machst. So gut wie erledigt. Mhm. Und wir putzen die Fliesen mit dem Roboter. Ein Fenster ist viel mehr als nur ein Loch in der Wand. Fenster spenden Häusern Licht, Luft und eine Aussicht auf die Welt da draußen. Moderne Fenster bestehen aus mehreren Glasscheiben. Zwischen jeder Scheibe ist ein Raum, der mit Luft gefüllt ist. Die Luft dient als Dämmung, damit die Wärme nicht nach außen weicht. Wisst ihr, wie man herausfindet, wie viele Glasscheiben das Fenster hat? Man kann eine Taschenlampe darauf richten. Die Anzahl der Reflexionen zeigt die Anzahl der Scheiben.
erstaunliches Gerät. Lass uns das von nahem ansehen. Kaufst du mir wirklich ein neues Skateboard, Papa? Ja, natürlich. Aber erst muss ich das Fenster putzen. Na gut, Roboter. Pass gut auf. Tom Thomas, Papa zeigt es ihm selbst. Wir leben in einem sehr hohen Stockwerk. Ja, aber der Roboter hat vor Höhen keine Angst. Ich beginne mit dieser Ecke. So wirst du ewig brauchen. Gib es zu, der Roboter ist besser. Ist er nicht. Wir werden gewinnen. Hey, was macht er denn da? Ich bin nicht sicher. Mama, Mama, der Roboter hat ein Chaos angerichtet. Das ist unmöglich. Seht. Sehr witzig. Wartet nur. Hier nicht, wie du das machst. Ganz einfach. Jetzt kannst du auch noch sprechen? Und du hast dich nicht benommen. Ihr wart's? Ihr versucht, mich aufzuhalten? Wenn du den Roboter schlecht redest, dann verteidigen wir ihn eben. Das ist nur, weil Papa sagt, ich kriege ein Skateboard. Ja? Für eine schlechte Tat? Oh. Sag mal, schämst du dich denn gar nicht? Doch, tue ich. Lektion gelernt. Und vergiss nicht, Fixies kümmern sich um Geräte. Die Behausung der ersten Menschen hatte im Grunde überhaupt gar keine Fenster. Vielleicht gab es oben ein Loch, damit der Rauch des Feuers entweichen konnte. Aber das war's. Später begannen Menschen, Löcher in die Wände zu schlagen. Aber die Löcher waren so klein, dass nur sehr wenig Licht hereinkam. Die Fenstergröße wuchs beträchtlich mit der Zeit. Menschen deckten sie mit Tierhäuten ab, Stoffen, Papier oder Holzbrettern, um sich vor der Kälte und dem Wind zu schützen. Als die Menschen lernten, wertvolle Mineralien abzubauen, fingen sie an, Fenster mit dünnen Scheiben eines Minerals namens Glimmer zu bedecken. Fenster aus Glas waren sehr teuer und nur die reichsten Menschen konnten sie sich für ihr Zuhause leisten. Aber heute können wir uns Fenster ohne Glas gar nicht mehr vorstellen. Hä? Alles ist sauber. Und was ist mit der Außenseite? Vergiss es, Ich geb's auf. Kannst du es mit dem Roboter putzen? Ja, so gut wie erledigt. Ja, hattest recht. Ich sehe es ein. Es ist wirklich ein tolles Gerät. Und der Verteidiger des Gerätes ist noch toller. Da hast du wirklich recht. Tisch! Der Bleistift. Toll, Tom Thomas. Heute hat deine Mama Geburtstag und du schläfst noch. Hey, was ist das? Eine Zeichnung. Ein Porträt seiner Mama. Meiner Meinung nach sieht diese Mama nicht gerade aus wie Tom Thomas Mama. Vielleicht ist er noch nicht ganz fertig geworden. Er war müde und schlief ein. Das ist nicht gut. Wir müssen etwas tun. Ah, wir können ihm helfen. Der Bleistift ist noch da. In einem Bleistift ist Blei. Damit kann man zeichnen. Aber Blei wächst nicht an Bäumen. Es besteht aus einem Mineral namens Graphit, das aus der Erdkruste in Minen gewonnen wird. Aber wie kommt das Blei in einen Stift? Ganz einfach. Die Stifte werden aus Bleistäben und zwei Holzplatten gemacht. Es werden Rillen in die Platten geschnitzt und die Stäbe werden hineingelegt. Nun werden die Platten zusammengeklebt und zugeschnitten. Und schon ist des Künstlers Werkzeug fertig. Daraus wird nichts. Oh, sag mir, wo ich stehen soll. Und ich bewege den Bleistift durch die Luft. Versuche ihn näher zur Zeichnung zu bringen. Heb ihn etwas an. Du musst mehr drücken.
Bullig, wir sind Deppen. Schau, da ist ein Anspitzer. Ein Stückchen Blei, mehr brauchen wir nicht. Alles klar, mal sehen, wie es damals die alten Meister gemacht haben. Große Künstler, wie wir. Ja, sie könnte etwas mehr Haare vertragen. Und auch einen Hut. Und eine Fliege um den Hals. Wunderschön. Und Kaubacke muss mit drauf sein. Ja, lass uns weitermalen. Tom Thomas, schläfst du noch? Fixies? Gern geschehen, Tom Thomas. Wo ist mein Bild? Was habt ihr nur getan? Wenn Mama dieses Kunstwerk sieht, was ihr da gemacht habt, fällt sie in Ohnmacht, bestimmt. Vor Freude, oder? Vor Angst wahrscheinlich. Sieht das aus wie meine Mama? Nun, dann gib es deinem Papa. Der fällt nicht in Ohnmacht, ganz sicher. Aber es ist Mamas Geburtstag, nicht Papas. Das ist doch nicht euer Ernst. Gemälde. Es heißt Schwarzes Quadrat. Ein Klassiker. Denkst du, sie wird sich mögen? Menschen wollen sich an die Höhepunkte ihres Lebens erinnern. Deswegen machen sie Fotos von der Natur, ihrer Familie und von sich selbst. Sogar von dem Essen, das sie essen. Menschen haben das sogar schon vor der Erfindung der Fotografie getan. Sie malten. Ein Künstler könnte die Sonne, einen Fluss und ein paar Apfelbäume malen. Und bald hat er eine ganze Landschaft gemalt. Und wenn die Äpfel nicht auf Bäumen sind, sondern in einer Schale neben einer Vase, einem Krug oder Korb liegen, ist das ein Stillleben. Ist eine Person im Zentrum, nennt man das ein Porträt. Und wenn Künstler sich selbst malen, nennt man das ein Selbstporträt. Natürlich ist es einfacher, ein schnelles Foto von Dingen zu machen, die vorbeiziehen. Aber ganz wie die alten Meister bringen wir einen Teil unserer Seele in die Zeichnung. Und wenn ihr öfter zeichnet, werdet ihr es selbst erleben. Das verspreche ich euch. Vielleicht schenkst du dir eins deiner älteren Bilder. Vielleicht radierst du das Chaos weg, das du aus dem hier gemacht hast. Das könnte klappen. Radieren muss doch leichter sein als malen. Naja, immerhin kannst du es nicht schlimmer machen. Hey, ich glaube, ich weiß, wie du das wieder hinkriegst. Du kannst mit dem Radiergummi malen. Ein Porträt? Ein Porträt bekommen wir, glaube ich, wohl nicht so gut hin. Aber ein Stillleben ist ein Kinderspiel. Super! Aha, ziemlich gut, oder? Tom Thomas! Alles ist auf dem Tisch fürs Frühstück. Mama, herzlichen Glückwunsch. Ich habe dieses Geschenk für dich gemalt. Danke, Tom Thomas. Was für ein hübsches Stillleben. So ungewöhnlich. Ich habe mir Mühe gegeben. Wir hängen es an die Wand. Jetzt lass uns essen. Was hätte Tom Thomas nur ohne uns getan? Ja, immer wenn du in Schwierigkeiten steckst, kommen stets deine wahren Freunde, um dich zu retten. Der Stein. Tom Thomas ist zurück. Hurra! Also, wie war das Zelten? Super. Seht mal, was ich gefunden habe. Steine? Das ist nicht alles. Wow, ist das eine Schraube? Das sieht sehr komisch aus. Sie wurde versteinert vor Millionen von Jahren. Ha! Schrauben gab es zu dieser Zeit doch noch gar nicht. Woher weißt du das? Vielleicht ist es die erste, die es je gab. Vielleicht ist die Schraube besonders. Ihr wisst schon. Meinst du damit, das wäre vielleicht ein Fixie? Fixies glauben, dass ihre Vorfahren vor gar nicht so langer Zeit entstanden sind. Zu der Zeit, als Menschen begannen, kompliziertere Geräte zu entwickeln. Aber was, wenn das nicht stimmt? Vielleicht gab es vor Millionen von Jahren, noch vor den Dinosauriern, eine andere Art von Fixies, die Erde bewohnte. Vielleicht gab es auch damals schon Menschen und Fixies mussten sich nicht vor ihnen verstecken, sondern sie waren Freunde und halfen einander. Zusammen machten sie Erfindungen, bauten Gebäude und machten wissenschaftliche Entdeckungen. Aber dann geschah eine schreckliche Katastrophe und diese ganze Zivilisation verschwand. Und was, wenn Forscher eines Tages Spuren dieser Zivilisation finden? Dann werden auch Urfixies entdeckt werden. Das wäre so cool!
meine Fantasie ist ein bisschen mit mir durchgegangen. Du hast recht. Er könnte unser Ur-Ur-Urgroßfix sein. Oder Ur-Ur-Urgroßmarcia. Meint ihr, wir könnten ihn wieder zum Leben erwecken? Lasst uns sie einfach einschrauben. Ihr bekommt doch Energie durch Elektrizität, oder? Tolle Idee. Aber was, wenn unser Ur-Ur-Ur Angst bekommt, weil alles so anders ist? Wir könnten ihm eine steinzeitliche Welt bauen, in die er aufwacht. Tisch! Lassen wir ihn wieder auferstehen. Und du, Tom Thomas, tarne dich. So geht er kaputt. Wir müssen das anders anstellen. Wir brauchen mehr Strom dafür. Damals gab es noch keinen Strom. Deswegen funktioniert die Schocktherapie nicht. Oh, lieber Ur-Ur-Ur-Hahn, der zu uns kam aus einer anderen Zeit. Sei befreit vom Steine. Sei frei. Warum sind Verwandte immer so kompliziert? Wach auf! Und was, wenn... Wir haben alles probiert. Das ist pure Zeitverschwendung. Oh, lass uns das Schraubenlied singen. Unser Lied. Nullig, das wird nie was. Das weißt du nicht. Wir können es doch probieren. Störst du dich an einer Schraube, nimm sie raus, doch passe auf. Ist da keine einzige Schraube, stößt es ein, nimm das in Kauf. Seht, es bewegt sich. Das ist unmöglich. Es bewegt sich wirklich. Störst du dich an einer Schraube, nimm sie raus, doch passe auf. Tom Thomas, hey. Und, wie war das Zelten? Scheint so, als war es erfolgreich. Ja. So, mal sehen, was du gefunden hast. Weißt du, was das ist? Nur ein Stein. Oh nein, das ist der Stängel einer Seelilie. Du meinst eine Blume? Ein Tier, das auf dem Meeresgrund lebt. Durch den Stängel sieht es aus wie eine Blume, wie eine Lilie. Auf dem Planeten Erde gibt es viele Steine. Einige sind tief unter der Erde versteckt. Und andere kommen durch die vulkanische Lava ans Licht. Erinnert ihr euch an die Märchen, in denen eine böse Hexe alles Lebendige in Stein verwandelte? Nun, das ist wirklich passiert. Nur ganz ohne Magie. Einige Tiere und Pflanzen wurden vor Urzeiten versteinert. Und seitdem sind sie so geblieben. Dank ihnen haben wir eine Vorstellung darüber, wie das Leben vor Millionen von Jahren aussah. Das ist ein Tintenfischpilz, eine Art Tintenfisch. Woher weißt du das alles? Als ich in deinem Alter war, sammelte ich Fossilien und Steine. Komm mit, ich zeige dir meine Sammlung. Denkst du, einige unserer Vorfahren waren Seelilien? Mm-mm. Schade. Warum ist meine Fantasie so mit mir durchgegangen? Es gab keine Urfixes in dieser Welt. Aber ich glaube noch an sie. Der richtige Stein ist nur noch nicht gefunden worden. Das wird er aber noch, ganz sicher. Der Detektiv. Gut, das kommt hier hin. Ist das nicht toll, dass wir nach der Stunde noch bleiben dürfen, um den Film zu sehen? Ja, dieser Film war toll. Dieser Detektiv. Was für ein Typ. Er hat den Täter sofort identifiziert. Verbrechen aufdecken ist nicht gerade einfach. Aber sicher macht es viel Spaß. Ah, ich glaube, es wäre so cool, einen Fall zu lösen. Wo ist mein Glücksschraubenzieher? Ich kann nichts ohne ihn machen. Da haben wir's. Das könnte das Verbrechen des Jahrhunderts sein. Detektiv Nullig, bist du bereit? Aber wir sind keine... Dem Schicksal entkommen wir nicht, Kollege. Die Zeit ist reif. Um ein Detektiv oder Ermittler zu werden, muss man sehr aufmerksam und scharfsinnig sein. Denn Detektive klären Ungereimtheiten auf, finden Verlorenes und entwirren die verrücktesten Fälle. Zum Beispiel, wer hat ohne Erlaubnis den ganzen Kuchen gegessen? Einem echten Detektiv fallen diese feinen Details sofort auf. Krümel unter dem Sofa, Fußspuren im Raum oder Flur.
Wenn er den Spuren auf die Schliche kommt, wird ein wahrer Detektiv den Dieb leicht finden. Alles klar. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer den Schraubenzieher geklaut hat. Sollten wir nicht den Schraubenzieher finden? Nicht jetzt. Erst müssen wir den Dieb finden. Oh, sieh mal, es ist Ziffer. Ziffer? Hä? Warum bist du wieder im Labor? Die Schule ist längst vorbei. Ich will mit dem Professor reden. Ich habe einen super Einfall. Was für ein Einfall? Das ist geheim. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Alles klar, Verdächtiger. Was hast du nach der Schule gemacht? Was meinst du mit Verdächtiger? Das muss ein Missverständnis sein. Weichst du der Frage aus? Versuchst du das Thema zu wechseln? Das war's. Ich gehe. Keine Schraubenzieher, keine Experimente. Du möchtest Eugenius Stelle einnehmen. Und deswegen hast du seinen Glücksschraubenzieher geklaut. Du bist verhaftet. Die wichtigsten Fähigkeiten eines Detektives sind Intelligenz und Logik. Logik ist eine alte Wissenschaft, die Menschen lehrt, mit dem Verstand zu denken, sodass sie Probleme, Puzzles und Rätsel lösen können. Wollt ihr wissen, wie man sich als echter Detektiv fühlt? Dann versucht herauszufinden, was ich euch beschreibe. Ich denke an ein Tier, das man zu Hause oder auf der Straße treffen kann. Es hat einen Schwanz, der lang ist. Was ratet ihr? Ein Hund? Eine Katze oder eine Maus? Aha, die Informationen reichen auch noch nicht aus. Aber was, wenn ich hinzufüge, dass es Miau sagt und den ganzen Tag schläft? Dann ist die Antwort klar. Ein Detektiv arbeitet genauso. Er sammelt die Fakten, entscheidet, was davon wichtig ist und wird los, was nicht wichtig ist. Und erst dann findet er die richtige Antwort. Versteht ihr? Dann seid ihr bereit für ein weiteres Rätsel. Sagt doch, wer gehört nicht hierher? Spuck es schon aus. Was für lustige Schnurrbärte ihr habt. Oh, für eine Party, oder? Mhm, ich bin verhaftet. Spielt ihr irgendein Spiel? Spule, du glaubst doch, dass ein Objekt Glück bringen würde. Oder etwa nicht? Oh ja, na und? Dann ist klar. Du hast Ziffer geholfen, den Glücksschraubenzieher zu stehlen. Ja, denn du magst Glücksbringer. Verhafte sie. Spule, wie lange muss ich noch warten? Simka, du musst das sehen. Wir haben die Verbrecher gefasst, die den Schraubenzieher des Professors gestohlen haben. Cool, hä? Beeindruckend. Los, komm, Spule. Sie bleibt hier, unter Arrest. Ja, kapiert. Na los, komm mit. Wir machen keine Witze. Oh, und welchen Beweis genau könnt ihr heranbringen? Welchen Beweis ich hab? Das dachte ich mir. Du hast nichts, Feuer. Sie ist die Komplizin. Also los! Nolik, verhafte sie sofort! Was hat sie getan? Das ist absurd. Tu, was ich sage. Werde ich nicht. Ah, du also auch? Stell dich zu den anderen Gaunern. Hey, wir sind Partner, oder nicht? Warte mal eine Sekunde. Mittlerweile glaube ich, du bist der Dieb. Ich? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin der Detektiv. Ah, Nolik, bitte sag's ihnen. Sie haben es weggelegt? Ins Lager? Ah, Lisa, ich habe Ihnen doch schon 100 Mal gesagt. Bitte rühren Sie mein Chaos nicht an. Scheinbar war ich auf der falschen Spur. Hättet ihr besser mal den Schraubenzieher gesucht, Detektive? Hab ich auch gesagt. Na gut, für den nächsten Fall brauchen wir eine neue Taktik. Was meinst du damit, der nächste Fall? Wo ist mein Glückslötkolben? Also, Detektiv Nolik, fangen wir an. Die Zeitmaschine. Oh, wow. Was ist denn das für ein Gerät? Vielleicht ein Wecker? Nein, das ist eine Zeitmaschine. Bip, 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 bip. Zeitmaschinen, die gibt es nicht. Wow. Wie schade. Ich hab das gelernt, das gelernt. Gut gemacht, Spule. Womit bin ich zusammengestoßen? Mit was wohl? Mit einer Zeitmaschine. Ich dachte, Zeitmaschinen gibt's gar nicht. Klar gibt's die. Steig ein und ab geht's in die Zukunft. Oder die Vergangenheit. Prächtig. Viele
Viele von uns würden gerne mit einer Zeitmaschine reisen. Vielleicht in die Vergangenheit, um eine schlechte Note zu korrigieren. Oder um einen Einblick in die Zukunft zu kriegen. Das wäre natürlich interessant. Aber Zeitreisen sind nicht möglich. Gott sei Dank. Stellt euch nur vor, wie alles durcheinander geraten könnte. Der eine holt sich einen Dinosaurier aus der Vergangenheit und der andere ein Alien aus der Zukunft. Niemand müsste irgendwas erfinden. Geräte würden ungebraucht rumliegen und Fixes hätten nichts zu tun. Schrecklich. Du hast also überhaupt keine Ahnung. Ich hab's gelernt, aber ich erinnere mich nicht. Sehr ungünstig, denn morgen gibt es einen schweren Test. Bereite dich bitte vor. Ich werde sicher durchfallen. Du bestehst. Du hast doch gelernt, oder? Und? Also mach dir doch bitte nicht so große Sorgen. Das wird schon. Ich wünschte, das ginge. Armes Mädchen. Wie können wir ihr helfen? Hey, ich weiß wie. Heute Morgen hat mir Spule geglaubt, dieses Ding da wäre eine echte Zeitmaschine. Klingt nach einem unwissenschaftlichen Plan. Keine Sorge, es ist einfach. Wir schicken dich nach morgen. Du setzt dich, machst den Test und kommst dann prompt zurück. Ich wünschte, ich könnte gehen. Es ist wie eine Generalprobe. Das Wichtigste ist, locker bleiben. Und was mache ich dann? Zieh an dem Kabel und du kommst wieder zurück. Los, mach dich auf. Hallo? Bist du bereit? Aha. Großfix ist krank, also gebe ich euch die Tests. Ich habe Angst. Keine Sorge, es ist nur eine Probe. Also, wer hatte den besten Test? Gratulation, Spule! So cool! Super! Das war gar nicht so schlimm. Beeindruckend! Was ist eigentlich mit dem Professor? Großfix, du weißt das, oder? Eine Schraube fiel auf seinen Kopf. Du hast sie fallen gelassen. Was, ich? Ja, gestern. Ich glaube, ich mag diese Zukunft nicht. Und, wie war es dort? Später. Jedoch, wer diese Pixies sind, das ist ganz streng geheim. Behalte das auf bis morgen. Was ist das? Komm zurück. Nein, wenn ich das tue... Könnte ich dich verletzen? Mich? Wieso? Wäre es nicht faszinierend, in die Zukunft zu reisen und zu sehen, was aus euch wird? Leider ist das nur in unseren Träumen möglich. Aber wenn ihr einen Traum habt und keine Angst vor Herausforderungen und Misserfolgen, dann könnt ihr sich eure Zukunft so gestalten, wie ihr es euch wünscht. Ihr wollt Weltmeister werden? Dann müsst ihr heute noch mit dem Training beginnen. Träumt ihr davon, der beste Programmierer der Welt zu werden? Dann verbessert zuerst eure Mathe-Note. Träumt ihr davon, durch die Ozeane zu segeln? Dann müsst ihr sehr viel lesen, denn ein Kapitän muss sehr vieles lernen. Beginnt noch heute, eure Zukunft zu gestalten. Und wir Fixie stehen an eurer Seite, um euch zu helfen. Wir stellen sicher, dass die Maschinen, die ihr braucht, um eure Träume zu erreichen, noch viele Jahre lang funktionieren. Hallo, bist du bereit? Aha. Bis jetzt ist alles genau gleich. Spule, nimm den zurück. Es hat geklappt. Und verteile die Tests. Ihr dürft anfangen. Diese Fragen sind anders. Wer hatte den besten Test? Gratulation, Spule! Wozu mache ich mir Sorgen? Ich weiß doch, dass alles gut laufen wird. Tisch! Nun gut, alle Testergebnisse waren gut. Aber keiner von euch konnte erraten, was dieses Gerät ist. Was heißt das? Ist das keine Zeitmaschine? Nein, das ist ein automatischer Pflanzengießer. Das ist alles. Seht ihr? Cool, oder? Wow, das ist fantastisch. Moment mal. Ihr habt mich reingelegt? Aber du hast bestanden, stimmt's? Nun, na gut. Dann vergebe ich euch. Die Pyramide. Tom Thomas, kann ich die Augen öffnen? Noch nicht. Beeil dich, okay? Das war's. Ich bin bereit für den Wettbewerb. Tada! Warte, das ist Gebäck. Das ist ein Gebäck, Nolik. Aber das ist eine ägyptische Pyramide. Oh, wow. Sieht das nicht einfach aus wie ein Ameisenbau? Stimmt schon.
Ich erinnere mich, dass Großfix uns erzählt hat, dass Inn ein Labyrinth ist und die Mumie von einem Floh. Von einem Pharao. Die ägyptischen Pyramiden sind einfach erstaunliche antike Bauwerke. Die größte von ihnen ist die große Cheops-Pyramide. Sie ist mehr als 4000 Jahre alt und über 100 Meter hoch. Wie ein 40-stöckiges Hochhaus. Wie es damals möglich war, so einen Giganten zu bauen, ist immer noch ein Mysterium. Damals gab es noch keine Hebekräne. Manche Menschen glauben, die Pyramiden wären von Außerirdischen gebaut worden. Aber ich glaube, sie hätten nicht ohne die Hilfe der Fixies gebaut werden können. Und, hast du ein Labyrinth eingebaut? Na klar. Zeig mal. Ist das dein Ernst? Ich habe sie gerade für den Wettbewerb gebaut. Ich breche sie nicht nochmal auf. Hey, ist das nicht der Eingang? Wohin gehst du? Ich will mir nur das Labyrinth ansehen. Und die Mumie. Mumie? Wovon redest du, Nolik? Und? Wohin jetzt? Stopp, du verirrst dich. Ich verirre mich nicht. So, ich glaube, ich gehe hier lang. Und dann hier lang. Komm zurück, Nolik. Ich war schon hier. Und ich war hier. Oh. 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 Ich hab mich verirrt. Hattest recht. Was? Hallo du, weißt du, wo Nolik ist? Da drin. Er ist auf Mumienjagd und er hat sich verirrt. Mumie, wow. Eine echte? Cool. Nein. Nolik, juhu. Bist du hier? Nein. Wo denn? Weiß nicht. Wer baut denn solche Labyrinthe? Hey, keiner hat dich gebeten, es zu betreten. Mit wem redest du denn da? Ziffer, Feuer und Nolik sind da drin und ich muss jetzt in die Schule. Nolik! Nun, ich hab mich noch nie in einem Labyrinth verirrt. Ich weiß, wie man herauskommt. Immer mit der Hand an der Wand entlang tasten. Ich finde sie für dich. Wo seid ihr, Jungs? Hier! Ich habe vergessen, welche Wände ich berührt habe. Hast du sie? Nein, und ich habe mich total verirrt hier drinnen. Tom Thomas, du musst doch heute in die Schule, oder? Ja, eigentlich schon, aber meine Pyramide ist voller Fixies. Wie ein Ameisenbau. Mhm. Der erste wollte auf Mumienjagd, der zweite wollte den ersten suchen und der dritte alle beide. Wir haben uns verirrt. Und ich muss in die Schule. Warte, vielleicht kannst du sie einfach herausschütteln. Gute Idee. Hast du ein Seil? Guck mal, so verirrt man sich nicht. Wenn ihr einen Ausflug macht, achtet darauf, dass ihr den Rückweg findet und euch nicht verirrt. Verlasst euch nicht nur auf die Karte und das Navi in eurem Handy. Nehmt einen Kompass mit, der zeigt euch die Himmelsrichtung, ohne dass ihr dafür das Handy braucht. Man kann auch Norden und Süden finden, indem man die Sonne beobachtet, Sterne oder sogar einen Ameisenbau im Wald. Schaut mal her, die Seite, die flacher ist, zeigt nach Süden und die steilere Seite zeigt nach Norden. Und wenn ihr einmal in ein Labyrinth geht, verirrt euch nicht. Berührt mit einer Hand immer die Wand und irgendwann kommt ihr heraus. Noch eine Art, durch ein Labyrinth zu kommen, ist ein Seil am Eingang festzubinden und es auf dem Weg auszurollen. So findet man den Weg wieder nach draußen. Hier ist der erste und der zweite. Und Nolik? Eine Mumie, lebt sie? Ich bin's, Nolik! Ich hab deine nicht gefunden. Ja, weil da keine ist. Was? Meinst du, ich hab mich umsonst verirrt? Du warst in so einer Eile, du hast mir gar nicht zugehört. Aber wie willst du ohne Mumie gewinnen? Oh, vielleicht kannst du meine Mumie sein. Nein, danke. Und? Hast du gewonnen? Aha. Meine Pyramide hat gewonnen. Und ihr bekommt einen besonderen Extrapreis dafür, dass ihr wieder herausgefunden habt. Schon wieder? Noch eine Box mit diesem Gepäck? Ich finde das gut. Ich liebe die. Die sind super. Ich wünschte, Fixies könnten essen. Wie schade. Dann gib es doch deiner Mumie. Plastik. Schluck runter! Los, Luft, Thomas! Schneller! Schnell! Ihr schaffst es! Weiter! Ja! Weiter! Ja! Los! Weiter! Weiter! Du schaffst es!
super Zeit. Wenn du jetzt noch härter trainierst, brichst du den Rekord. Ja, das stimmt. Zeit, es in die Hand zu nehmen. Moment bitte. Hast du den Müll runtergebracht? Ich hatte keine Zeit dafür. Gut, genau das wollte ich hören. Und die Flasche auf dem Tisch, brauchst du die? Super, danke. Ich habe noch 5 mehr. Und das ist nur der Beginn unserer Mission. Unserer Rettungsmission. Was hat dein Papa vor? Rettungsmission. Kann es sein? Dein Papa ist vielleicht ein Superheld. Meinst du? Nolik, du bist einfach zu komisch. Was ist so witzig daran? Wer sonst plant eine geheime Rettungsmission? Und die Flaschen? Meinst du, die braucht er für seine Heldentaten? Oder vielleicht hatte er vor, den Plastikmüll zu trennen? Hä? Was? Plastik ist langlebiges, menschengemachtes Material. Viele praktische Dinge bestehen daraus. Verpackungen, Spielzeug, Geräte und sogar Möbel. Aber Plastik sollte man nicht einfach so wegwerfen. Die Natur kann es nicht abbauen und so könnte die Erde irgendwann unter einer dicken Plastikschicht vergraben werden. Ihr könnt alle helfen, dieser Katastrophe vorzubeugen. Werft Plastik in Plastikcontainer. Statt den Planeten damit zu schaden, könnte man es in etwas Sinnvolles umwandeln. Nein, das ergibt keinen Sinn. Simka! Superhelden sammeln doch keinen Müll. Wir beweisen's. Du wirst sehen. Natürlich. Das ist unsere Evolution. Ich meine Revolution. Zusammen retten wir unsere Erde. Du hast echt Glück, Tom Thomas. Zusammen retten wir unsere Erde. Hast du noch mehr Plastik im Zimmer, das ich nehmen kann? Eine Sekunde. Aber diese Dinge brauchst du doch noch. Für so eine noble Mission? Kein Problem. Um brauchbare Dinge sollten wir uns kümmern. Papa, ich möchte dir wirklich gerne helfen. Helfen? Wobei? Was du machst. Du weißt schon, die Mission. Den Planeten retten. Wie du am Telefon gesagt hast. Ah, du meinst das Plastik aufsammeln, oder? Klar. Ich habe schon ein paar Kisten mit Plastik vollgepackt. Bringen wir sie zum Recycling? Wirklich? Wofür denn? Werf es doch einfach in den Müll. Sohn, wenn wir nicht tun, was wir können, um zu recyceln, befürchte ich, unser Planet wird zu einer riesigen Müllhalde. Es gibt viele Dinge, die Menschen einfach wegwerfen, die zu etwas komplett anderem umgewandelt werden könnten. Zum Beispiel kann aus einer gewöhnlichen Plastikflasche ein Kugelschreiber gemacht werden, eine Uhr, ein Stuhl, Geschirr und sogar Kleidung. Zum Beispiel gibt es Fabriken, in denen altes Plastik sortiert wird, zerstampft und gewaschen und dann zu Fäden langgezogen wird, die für die Herstellung von Kleidung genutzt werden können. Ist das nicht fantastisch? Aber das ist nur möglich, wenn Menschen lernen, ungebrauchte Flaschen zu sammeln und Tüten, Tassen und andere Plastikteile getrennt vom anderen Müll zu entsorgen. Stellt euch vor, wie froh das die Natur machen würde, wenn die Berge und Berge von Plastik aus den Wäldern und Meeren verschwinden würden. Kommt, kümmern wir uns um unseren Planeten. Gemeinsam. Ich dachte, du versuchst, den Planeten zu retten. Wie ein Superheld. Eigentlich sind wir Superhelden und wir sind auch ein bisschen wie Zauberer. Wirklich? Einen Moment. Siehst du dieses Hemd? Das besteht aus recycelten Plastikflaschen wie diese da. Cool, oder? Unglaublich! Also, bist du bereit? Zeit zu gehen. Diese glücklichen Menschen. Sie trennen den Müll und wir... Wir Fixies geben alles dafür, das Leben von Geräten zu verlängern. So werden sie nicht weggeschmissen. Und wir sollten auch Müll trennen. Das ist eine gute Idee. Mmh.
Das Herz. Ha! Wo ist mein Pakomat? Hier ist er auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Schraube locker. Oh, Tom Thomas, warum schmeißt du dein Zeug umher? Oh, weil ich ein echtes Problem habe. Was ist los? Ich weiß nicht, für welche AG ich mich entscheiden soll. Johnny hat sich für Robotertechnik eingeschrieben und Katja für Schach. Das nennst du ein Problem? Geh mit Johnny. Warum nicht mit Katja? Dann eben Schach. Aber dann mache ich nicht Robotechnik. Mama sagt, ich soll auf mein Herz hören. Weißt du, wie man das macht? Ha! Ich hab ihn! Bis dann, ich muss los! Nolik! Simka kann es dir sagen. Sie weiß alles. Das Herz ist die Hauptpumpe eines lebendigen Organismuses. Es ist ein einzigartiges Muskelorgan mit zahlreichen Blutgefäßen, die darin hängen. Die Hauptfunktion des Herzens ist, das Blut unentwegt durch den Körper zu bewegen. Das menschliche Herz pumpt etwa 6 Liter Blut pro Minute, obwohl diese Pumpe nicht so groß ist. Bald mal die Faust. Euer Herz hat in etwa dieselbe Größe. Um sicherzustellen, dass das Herz gesund bleibt, muss man viel Sport treiben und sich gesund ernähren. Nolik, hilf mir bitte mal. Warum ich? Spul ist stärker. Hm? Interessant. Und weißt du, was das Wort herzlos bedeutet? Ich glaube, das ist eine menschliche Krankheit. Darf ich? Spule. Herzlos ist, wenn ein Mensch oder ein Fixie jemanden vernachlässigt, der ein Problem hat. Danke sehr, junger Mann. Ich meine, junger Fixie. Herzlosigkeit, bleibt das für immer? Natürlich nicht. Wir müssen uns nur öfter gegenseitig helfen. So ist das. Aha. Tom Thomas, mein Freund, hier bin ich. Wie geht es dir? Wie es mir geht? Warum fragst du? Oh, übrigens, ich weiß jetzt, wie man auf sein Herz hört. Du brauchst eine Röhre. Die heißt Stethoskop. Stethoskop. Aber ich hab keins. Dafür bin ich da. Ha, dieses Ding ist viel zu winzig. Deine Mama hat doch eins. Oh ja. Und? Es schlägt. Laut. Und was sagt es dir denn? Kein Wort. Und jetzt? Es schlägt. Hä? Was war das? Das ist doch absurd. Ein Herz kann nicht sprechen. Weißt du was? Warum versuchst du es nicht nochmal? Tom Thomas. Wer ist da? Es ist dein Herz, das spricht. Bum, bum. Hörst du mich? Aha. Ich glaube, Robotertechnik ist das Richtige für dich. Und was ist mit Schach? Bin interessiert schon Schach. Roboter sind viel cooler. Diese Stimme erinnert mich an jemanden. Ha, also so siehst du aus, mein süßes kleines Herz. Nun, ich hab das von ganzem Herzen getan. Wenn ein Mensch ruht, schlägt sein Herz zwischen 60 und 100 Mal pro Minute. Diesen Rhythmus nennt man Pulsschlag. Legt 2 Finger auf euer Handgelenk oder euren Hals. Könnt ihr es hören? Bum, 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 bum. Ihr könnt die Schläge zählen. Im Schlaf wird der Puls langsamer. Aber wenn ihr euch freut, rennt oder euch sorgt oder Angst habt, schlägt euer Herz schneller und pumpt das Blut stärker. Manchmal fühlt es sich an, als schlägt es so schnell, dass man sagt, oh, mein Herz hüpft mir noch aus der Brust. Aber keine Angst, es hüpft nirgendwo hin. Und wenn jemand sagt, hör auf dein Herz, heißt das nicht, dass das Herz reden kann. Es bedeutet, dass man sich vertrauen sollte und auf seine Gefühle hören sollte. Und dann findet ihr auf jeden Fall die Antwort, die ihr sucht. Sieht aus, als ob ich am Ende doch herzlos bin. Ich
konnte meinem Freund überhaupt nicht helfen. Nolik, du hast doch geholfen. Wirklich. Ich weiß jetzt endlich, zu welcher AG ich gehen will. Robotechnik, wie ich gesagt habe? Das nicht. Ich will Medizin lernen. Beton. Wann kommt ihr von dem Angelausflug zurück? Vorm Abendessen. Und du hast wieder keine Zeit, den Spiegel aufzuhängen. Immer kommt ihm was in die Quere. Wir wollten ihn eigentlich gerade aufhängen. Das dauert doch nur 2 Minuten. Und dann gehen wir angeln. Markus! Hä? Was willst du, Nolik? Wann machen wir denn einen Angelausflug? Du weißt, dass Fixies nicht angeln gehen. Du hast versprochen, dass wir heute das Aquarium besuchen werden. Ich wollte nur hingehen, um es zu reinigen. Dann können wir da auch angeln gehen. Wir tun nur so. Papus, bitte. Okay, Nolik. Aber wir tun nur so. Hurra! Du bist der beste Papus der Welt. Ach, damit geht's nicht. Warum nicht? Weil wir Betonwände haben. Die sind viel zu hart für Nägel. Siehst du? Wir werden bohren müssen. Ich nehme an, wir brauchen einen besonderen Bohraufsatz für diese Wand. Beton ist ein sehr starkes Baumaterial, bestehend aus kleinen Steinen, Sand, Zement und Wasser. Wenn die Betonmischung trocknet, wird sie sehr hart, wie ein fester Fels. Um Häuser, Brücken und andere große Bauwerke zu bauen, wird verstärkter Beton benutzt. Um den Beton zu verstärken, wird er in eine Form mit Stahlbalken gegossen. Wenn man in eine verstärkte Betonwand bohren will, muss man aufpassen, dass man nicht die Metallstäbe trifft. Papus! Sch, Menschen! Mm-mm. Schraube zu klein, die wird den Spiegel nicht halten. Wir haben keine andere. Also müssen wir los und eine andere kaufen. Da haben wir's. Also gehen wir heute doch nicht angeln. Ach, weißt du, sicher wird das hier eine Weile halten. Sieht toll aus. Also, bereit? Papus, haben wir Angelruten? Nein, aber wir denken uns was aus. Mir gefällt nicht, wie dieser Spiegel da hängt. Sowas passiert, wenn Menschen etwas in Eile erledigen. Wir Fixies arbeiten immer sorgfältig. Papus, gehen wir angeln oder nicht? Natürlich, aber erst kümmern wir uns um den Spiegel. Im alten Rom halfen Vulkane, Beton herzustellen. Nach Vulkanausbrüchen konnten Menschen die vulkanische Asche mit Steinen, Kalk und Sand mischen. Aus diesem Material bauten sie viele der berühmten Gebäude, die wir heute noch kennen. Zum Beispiel das Pantheon mit der Betonkuppel. Und das hier ist das berühmte Kolosseum. Das wurde auch mit Beton gebaut. Das Kolosseum ist fast 2000 Jahre alt, aber es steht immer noch fest. Später, als das Land von anderen Nationen erobert wurde, vergaßen Menschen, wie man Beton herstellt. Gott sei Dank stellte man vor 200 Jahren wieder fest, was Beton für ein tolles Material ist. Und so wurde es neu erfunden. Das Sprichwort ist wahr. Alles Neue ist vergessenes Altes. Papus, es reicht jetzt. Fast ist die Mutter der Unvollkommenheit. Ich habe wohl keine Kabel mehr. Ungünstiges Timing. Ich muss ins Lager gehen. Ins Lager? Also gehen wir nicht angeln? Och. Nolik, versprochen ist versprochen. Und das heißt, wir gehen. Das müsste eine Weile halten. Hä, wie witzig. Fast wären wir ohne Angeln losgegangen. Keine Panik. Wir haben ihn gut befestigt. Weißt du noch? Hast ist die... Oh.
Ja, ich habe es mir nicht eingebildet. Es wird doch ein Ausflug zum Baumarkt werden. Für die Schrauben? Ja, und für einen neuen Spiegel. Sieht aus, als fällt unser Angelausflug heute aus. Und unsere auch, Nolik. Wenigstens freuen sich die Fische. Das Teleskop. Oh, Bucky, hast du mich erschreckt? Ist Nolik bei dir? Er hat gesagt, er würde uns helfen. Wunderschön. Wow, seht euch diese Sterne an. Dieses Teleskop ist einfach magisch. Richtig. Das einfachste Teleskop ist ein Rohr mit zwei Linsen. Es sammelt und reflektiert Licht. Richten wir das Teleskop auf den weit entfernten Mond, sehen wir Krater, Berge und Kluften auf der Oberfläche, als ob sie sehr nah wären. Durch ein Teleskop können wir Sterne und Kometen untersuchen, die Farben und Formen der Planeten unterscheiden und ihre Monde finden. Aber die Sonne darf man nur durch ein Teleskop beobachten, wenn es einen besonderen Filter hat, der die Augen schützt. Aber das Coolste daran ist, dass es sich dreht. Nein, wirklich. Nun, sollen wir losgehen? Warten wir nicht auf Nolik? Er holt uns ein. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Nolik, wir sind im Computer. Hey! Hier bin ich! Hallo? Wo seid ihr alle? Der sich um sie dreht. Aber das konnten sich die Menschen nicht mal vorstellen, bis das Teleskop erfunden wurde. Dann konnten Astronomen endlich sehen, wie unser Sonnensystem organisiert ist. Der Planet, der unserer Sonne am nächsten ist, ist ein kleiner Planet namens Merkur. Darauf folgt der Planet Venus, dann die Erde, dann Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, am weitesten entfernt. Ist es möglich, dass Leben nur auf der Erde existiert? Bis jetzt wurden noch nicht einmal lebendige Bakterien auf den anderen Planeten gefunden, geschweige denn menschliches Leben. Aber wir wollen glauben, dass tief im Weltall irgendein Lebewesen durch ein Teleskop schaut und genauso wie wir davon träumt, seine außerirdischen Geschwister zu finden. Da war er! Komm jetzt raus, Fixifresser! Wir brauchen einen Köder. Wo finden wir einen? Mich? Nolik, dich kennt er schon. Keine Sorge, er wird dich nicht verletzen. Hand aufs Herz. Fixifresser! Komm raus, sofort! Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Komm! Wo ist dann der Fixifresser? Hä?
Hast du das Monster gesehen? Seht euch das Maul an! Genau wie das Monster. Nolik, wo hast du den Fixifresser gesehen? Dort, ich habe ihn durch das Teleskop gesehen. Buggy, würdest du bitte mal in diese Ecke da oben gehen? Aha. Und jetzt gähne. Ha, seht mal. Der Fixifresser. Oder Buggy? Was meint ihr?